und die Zeit auch ausnutzen. Werden wir gleich beginnen. Vielleicht kommt der ein oder andere noch nach. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rupert Gruber. Ich bin Referent für Landtechnik vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik. Und ich habe heute die Ehre, dass ich durch das Webinar führe. Kurz vorweg noch ein paar technische Sachen. Es ist ganz wichtig für uns, damit wir später eine Zuordnung machen können, dass sich jeder Teilnehmer mit seinen Vor- und Nachnamen anmeldet. Ich sehe da jetzt, ist eigentlich hey, brav jeder mit Vor- und Nachnamen angemeldet. Zum Beispiel der Ewald, den kann man dann nicht zuordnen, weil er sich vielleicht bei uns mit einem anderen Namen angemeldet hat. Also bitte immer Vor- und Zunamen. Den Namen kann man ändern, indem man auf sein Bild geht und rechts oben dann auf die drei Punkte klickt. Und dort kann man dann den Namen nur nachträglich ändern. Ich würde also jeden bitten, da seinen Namen soweit ändert, damit wir dann später Zuordnung machen können. Dann das also, und es ist schon eine Frage gekommen, die werde ich jetzt noch mal wiederholen. Wir zeichnen das Ganze auf, also es braucht jetzt niemand mitschreiben, außer natürlich, das steht natürlich jedem frei, wenn er will, kann er natürlich mitschreiben. Aber die ganzen Teilnehmer bekommen dann im Nachhinein die Aufzeichnung zugeschickt. Also es gibt dann noch die Möglichkeit, dass die Aufzeichnung auch im Nachhinein nochmal anschaut. Dann, falls es technische Probleme gibt, falls irgendwer rausfliegt und nicht mehr rein kann oder noch irgendwelche Zusatzinformationen benötigt, dann könnt ihr unter der Nummer 01 505 18 91 und die Durchwahl 11 anrufen. Mein Kollege im Hintergrund wird dann den Anruf entgegennehmen und euch ja, einen technischen Support geben. Dann, falls Fragen auftauchen, inhaltliche Fragen, an die Referenten gehen, dann können sie natürlich im Chat gestellt werden, jederzeit. Und durch das, dass wir eine überschaubare Gruppe sind, gibt es auch die Möglichkeit, dass das Mikrofon einschaltet und eventuell auch die Kamera und dann die Fragen stellt. Bitte nicht irgendwann im Laufe des Vortrages die verbalen Fragen stellen, sondern immer im Anschluss. Und ich glaube, der Herr Batzifal, bei dem wird es dann auch eine kleine Diskussionsrunde geben. Aber vorher bitte immer im Anschluss des jeweiligen Vortrages dann das Mikrofon erst einschalten. Und sonst würde ich jeden bitten, dass er sein Mikrofon einfach ausschaltet, damit wir nicht gestört werden. Ich möchte mich schon mal recht herzlich bedanken für das. Dann kurz das Programm. Es hat, glaube ich, jeder schon zugeschickt bekommen. Es wird jetzt gleich der Dr. Karl Mayer von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Er ist Pflanzenbauberater und der Maisexperte. Er wird mit seinem Vortrag beginnen. Er wird ein bisschen was Allgemeines über den Mais erzählen und auch die Herausforderungen, die wir in Österreich bei den nach der Ernte vom Mais haben, wird er da ein bisschen darauf eingehen. Danach wird der Herr Hendrik Schneider von der Firma Geringhoff einen speziellen Maispflücker mit integriertem Mulchmesser vorstellen. Anschließend machen wir Pause. Die wird ungefähr 10 Minuten dauern. Im Anschluss der Pause wird dann der Herr Sebastian Ramm von der Fachhochschule Kiel seine wissenschaftliche Arbeit oder ein paar wissenschaftliche Auswertungen zum Horizont Star 3 von der Firma Geringhoff
preisgeben. Und danach wird der Josef Batzefall seinen Beitrag zur Stoppelbearbeitung und zum Strommanagement nach Mais bringen. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende meiner kurzen Einleitung. Ich würde vorschlagen, damit wir gleich im Zeitmanagement bleiben, dass der Dr. Karl Mayer mit seinem Vortrag beginnt. Jetzt werde ich meinen Bildschirm wieder stoppen. Herr Mayer, ich höre. Ja. Ich würde Sie bitten, dass gleich einen Bildschirm teilen und mit Ihrem Vortrag beginnen. So, ist mir da irgendwer reinkommen oder was? Wer hat da jetzt geteilt? Da ist wer anders rein, oder nicht? Okay. Also bitte den Bildschirm nicht teilen, außer der Dr. Mayer. So. Wieso, was tut das nicht aufmachen, da? Bildschirm freigeben im unteren Rand. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt geht was, ja. Die sehr Präsentation, gut. Das ist sehr träge, jetzt haben wir es. Alles okay? Ja, alles sieht okay. Man sieht es, man hört es. Perfekt. Also mal vorweg, recht herzlichen guten Abend alle an alle Teilnehmer. Freut mich, dass ich hier eingeladen wurde und dass ich wieder mal zum Thema Mais, bevor eigentlich die eigentliche Mais-Vortragssaison im Jänner nächsten Jahres wieder losgeht, einige Erfahrungen, die wir heuer erleben durften. Und ich kann gleich eines vorweg sagen. Ich kann sagen, ich bin jetzt mittlerweile bald 30 Jahre im Maisgeschäft tätig. Aber das, was ich heuer im Maisbau erlebe, vor allem hier in der Steiermark erlebe, ist es auch außergewöhnlich. Ja, also wir haben, um gleich einmal damit zu beginnen, mit welchen Herausforderungen wir im Maisbau wahrscheinlich häufiger in Zukunft zu kämpfen haben. Das pfeifen alle Spatzen vom Dach. Das werden Wetterkapriolen sein. In verschiedenster Form, also das ist Boden, Winderosion, Hitze, Dürreschäden, Spätfröste, Sturm- und Hagelschäden und das bitte in allen Variationen während eines Jahres. Also wir haben heuer Bodenerosion, wir haben Hitze, wir haben Dürreschäden, wir haben Spätfröste, teilweise, wir haben Sturm- und Hagelschäden, haben wir auch, ja. Also das ist, und dann kommen natürlich auch noch andere Herausforderungen, wie zum Beispiel auch vom Herrn Batzefall haben wir das gestern schon angeschnitten gehört und vielleicht wird er auch darauf eingehen. Das steigende Reglement von Seiten der Verwaltung und der Öffentlichkeit macht uns natürlich auch zu schaffen, vor allem in der Steiermark. Und ich bin steirischer Berater. Wir leben ja vom Mais und der Mais hat dann einen sehr hohen Anteil in der Fruchtfolge bei uns. Wir dürfen bis zu 66% Mais anbauen in der Steiermark. Das ist auch österreichweit derzeit noch so. Wir werden sehen, wie die GAP-Regelungen da dazu stehen oder wie allfällige Ökoregelungen in Zukunft da gestaltet werden. Aber die Fruchtfolge mit 66% Mais, wir hatten auch schon einmal 75%. Es sind immer wieder in Diskussionen unter 50%, aber das würde uns, muss ich ehrlich sagen, extrem belasten. Was uns auch extrem einschränkt, sind Düngerauflagen, die meines Erachtens auf Standorten nicht immer gerechtfertigt sind. Da gibt es auch immer heftige Verhandlungen mit der Verwaltung, dass also hier Nachverhandlungen über die Düngeregelungen bei bestimmten Standorten auftauchen, die meines Erachtens ungerechtfertigterweise sehr rigoros gestaltet werden. Und was jetzt schon sehr stark absehbar ist, ist, und das ist europaweit wahrscheinlich ein Problem, da haben unsere Produktionskollegen in Übersee einiges leichter, zumindest was das Pflanzenschutzmittelangebot angeht. Aber auch im Osten steht das schon um einiges besser da. Wir kriegen immer mehr Neophyten in unsere Kulturen hinein und die werden wir und auch mehr und mehr Resistenzen. Und mit diesem Pflanzenschutzmittelangebot, das uns derzeit zur Verfügung steht, werden wir unsere liebe Not haben. Also ich denke hier an resistente Hirsen
und dann bestimmte neue Unkräuter, wie zum Beispiel das Erdmandelgras oder die Kermesbeere, die wir also heuer auch schon verstärkt wahrnehmen und immer weiter flächenmäßig in der Ausdehnung sehen. Was auch ein Problem ist, ich meine, das ist ein heißes Thema in Österreich und vielleicht auch überhaupt im deutschsprachigen Raum, die Restriktionen bezüglich Gentechnik und CRISPR-Cas, also diese Genschere. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die Gentechnik pochen als Pflanzenproduzent, sondern CRISPR-Cas ist für mich schon ein Lösungsansatz, den wir uns in Europa auf keinen Fall verbauen sollten, wenn wir schon diese Regelungen, den Pflanzenschutzaufwand bis 2030 deutlich zu reduzieren, auf die Fahne geschrieben haben, dann sollte das zum Beispiel mit CRISPR-Cas angegangen werden. Wenn wir uns das nicht mit dem chemischen Pflanzenschutz getrauen, dann sollten wir zumindest mit CRISPR-Cas einen weiteren Schritt gehen. Derzeit ist die Sicht der Europäischen Union eher progressiver, als das die nationalen Parlamente sehen. CRISPR-Cas wird von vielen als Gentechnik gesehen. Sie hat aber auch von kleinen Züchtern, also viele kleine Züchterfirmen würden das gerne positiv sehen und dass man also CRISPR-Cas also auch erlaubt bekommt. Ja. Weil wenn wir es nicht bekommen, dann haben wir ein Problem, dass dann Produkte die Grenzen der Europäischen Union überschreiten und das Zeug lässt sich nicht nachweisen und die können das verwenden. Das nächste Problem, ich habe es teilweise schon angeschnitten, sind mehr Phyten, Schädlinge und Krankheiten. Und einige davon möchte ich taxativ aufzählen. Das ist das Erdmandelgras, das uns also regional immer weiter als Probleme darstellt. Also das ist also immer schwieriger zu behandeln. Das geht also mit einer einmaligen Herbizidanwendung kaum. Die Kermesbeere, also eine extrem giftige Beere, Knöteriche, die wir also immer mehr haben als resistente, oder auch, das könnte man noch weiter ausführen, also mit resistenten Kirsen, die uns da jetzt immer mehr begegnen, die dann zwar bekämpfbar sind, aber mit einem weit höheren Aufwand. Dann gibt es natürlich die Schädlinge wie Heerwurm, das ist derzeit noch kein Thema, aber es klopft an. Drahtwürmer, das ist ein Riesenthema, das war auch vorher wieder ein Riesenthema. Erdraupen, Maulwurfskrelle ist regional vorher auch wieder ein großes Thema gewesen. Schnecken natürlich auch, denken wir an die Minimalbodenbearbeitung durch die hohen Niederschläge kommen, ist ja diese spanischen Nacktschnecken also sehr verbreitet vor. Wir haben, und das habe ich speziell herausgehoben, den Maiswurzelbohrer. Wir hatten 2014 ein enormes Auftreten an Maiswurzelbohrer in der Steiermark. Das ist jetzt mittlerweile abgeflaut. Natürlich nicht nur durch die Fruchtfolgeregelung, das muss ich ganz klar und deutlich betonen, sondern dass natürlich auch in Österreich, jetzt, wo es EU zugelassen ist, dass wir dieses Belang zugelassen haben, ja, dass wir auf diese Art und Weise also auch durch diese Beize bzw. durch Granulate gegen diesen Schädling vorgehen können. Also wir haben die Leute, die also diese Maßnahmen gesetzt haben, haben also kaum Probleme mit dem Maiswurzelbohrer. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, weil diese Zeit haben wir nicht. Aber ich sage nur so viel, der Maiswurzelbohrer schädigt ja nicht nur an der Wurzel, sondern kann auch an den Narbenfäden schäden. Das tritt natürlich unabhängig von der Beize oder von der Granulateinsetzung, vom Granulateinsatz auf. Das sehen wir auch vorher ganz besonders durch die kühle, lange Phase hat es also Entwicklungsverzögerung, dann die Blüte hat sich verzögert und jetzt gibt es doch stärkere Schäden an den Narbenfäden durch Fraßschäden durch den Maiswurzelbohrer. Und was uns auch alle Jahre zu schaffen macht, 2014 war diesbezüglich also ein außergewöhnliches Jahr, da hatten wir also enorm hohe Infektionsraten mit Fusarien. Und ich muss leider gestehen, ich hatte jetzt vorige Woche von einigen Landwirten Bilder bekommen, die also schon jetzt sehr, sehr früh, außergewöhnlich früh Fusarieninfektionen zeigen. Und eines ist natürlich auch etwas, was natürlich jetzt, wenn die öffentliche Akzeptanz des Maisanbaus gering ist, Stichwort Maiswüste, wenn man also diese Pflanze so heruntermacht und sagt, das ist des Teufels, um das Ganze pointiert auszudrücken, dann ist natürlich auch das Reglement, das hinter diesen Maisauflagen steht, eher restriktiver, weil man einfach meint, diese Pflanze muss reduziert werden, obwohl wir, wie wir gleich sehen werden, aus meiner Sicht jedenfalls die Pflanze kein Problem ist, sondern Teil der Lösung. Einige Bilder, die wir also aus dem heurigen Jahr, alles was wir hier sehen, ist also aus dem heurigen Jahr. Wir sehen also hier oben links die Problematik der Düngung. Wir sehen hier geringe Düngung, wo also der Mais verkümmert aufgrund dieser schlechten Luftversorgung der Böden, wo er besser ist mit dem Stickstoff, wo also die Stickstoffdüngungsmenge ausgeschöpft werden darf mit 200
10 Kilogramm Stickstoff. Das ist bei uns also die maximale Düngungsmenge, die wir also hier im Mais verwenden dürfen. Dann funktioniert das auch heuer unter diesen eher luftarmen Bodenbedingungen. Was Sie hier dann sehen, sind also Trockenheitsschäden, aber ausgelöst durch die hohen Niederschläge. Die hohen Niederschläge des vorigen Herbstes haben also die Landwirte leider dazu gezwungen, unter suboptimalen Bedingungen Bodenbearbeitung zu machen. Und das muss man jedem ins Stammbuch schreiben, so darf in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja. Also was Sie hier sehen, sind also gewaltige Flächenabschnitte im Kerngebiet des steirischen Maisbaugebietes, das abgesoffen ist, schlechte Wurzelanbindung und dann kommt es wirklich sehr, sehr dick, nämlich Trockenheit. Und zwar Hitze und Trockenheit mit einer Maispflanze, die kaum Wurzeln hat, die verrecken uns da schlicht und einfach. Wenn dann auch der Pflanzenschutz noch nicht hinhaut, weil man einfach nicht zeitgerecht reinkommt, oder hier sehen wir also einen Bestand mit Erdmandelgras verseucht. Also da ist dann Hopfen und Malz verloren. Dann sehen wir, das sind zwei Bilder aus dem Vorjahr, tut mir leid, also das sind also Hagelschäden, massive Hagelschäden, also die wir auch vorher wieder hatten, aber voriges Jahr war die Hagelintensität weit intensiver. Wir hatten da um die 7.000 Hektar Hagel geschädigte Flächen, wo man uns ungefähr zur Orientierung, wir haben ungefähr 60.000 Hektar Mais und 7.000 Hektar waren davon schwer hagelschädigt. Was wir heuer haben, ist diese beiden Bilder, das ist also der Maiswurzelbohrer Schaden, also aus dem Vorjahr noch. Wir sehen hier Befruchtungsschäden, auch ein Bild aus dem Vorjahr, wo wir durch zu spätes Anbauen massive Maiswurzelbohrerschäden haben, weil da hier die Narbenfäden abgefressen worden sind. Und hier links unten, das ist ein Bild aus dem heutigen Jahr und auch das in der Mitte. Wir haben also schon durch diese Entwicklungsverzögerung deutlich stärkere Lagerschäden, wenn keine chemischen oder fruchtfolgetechnischen Maßnahmen getroffen werden. Und das wird uns wahrscheinlich heuer, und da habe ich wirklich große Angst, wenn das Wetter so weitergeht wie jetzt, nämlich mit Niederschlägen und kühlem Wetter, das ist dann ein aufgelegter Elfer für Fusarium-Infektionen. Damit wir mal den Mais ins rechte Licht rücken, das ist also eine Folie, die Leute, die also Transgen kennen, die werden das also kennen, diese Darstellung. Wir sehen, dass die vier wichtigsten Ackerkulturen dieser Welt, das ist also die Welt hat ungefähr 1,6 Milliarden Hektar Ackerfläche, davon nehmen also zum Großteil Weizen, Reis, Mais und Sojabohne die Flächenabschnitte ein. Und wir sehen an dieser Darstellung auch, wie hoch der Gentechnikanteil schon bei Mais ist. Der ist beträchtlich und bei Soja ist er nahezu 90%. Bei Weizen und bei Reis sehen wir das derzeit noch nicht. Aber wenn wir jetzt CRISPR-Cas noch eintragen würden und das in einigen Jahren dann noch einmal darstellen würden, würden wir also hier weltweit sicherlich deutliche Zunahmen sehen. Und da gibt es dann doch schon Dinge, die also hier deutlich besser lösbar werden mit diesen neuen Ansätzen. Mais, wie gesagt, so sehe ich, das ist nicht Problem, sondern Teil der Lösung. Nämlich Mais hat ein riesengroßes Biomassebildungsvermögen. Wir haben in der Praxis, letztes Jahr hatten wir solche Erträge in der Praxis von 18 Tonnen Körnermaisertrag mit 14% Kornfeuchtigkeit. Bei unserem Versuchen erzielen wir teilweise schon 21 Tonnen Körnermaisertrag. Sie können sich dann ausrechnen, das sind dann ungefähr um die 18 Tonnen Strom. Also das ist dann ein wichtiges Info, eine Background-Info für all jene, die also mit dem Strommanagement dann bei Mais arbeiten wollen. Also 18 Tonnen Stroh ist dann schon ein Riesenbatzen Trockenmasse, den wir dann da haben, aber im Schnitt kommen wir in der Steiermark sicherlich auf 12 bis 14 Tonnen Trockenmasse Stroh an der Bodenoberfläche. Und die müssen bewältigt werden. Ja? Wir müssen aber im Wesentlichen auch sagen, dass Mais, und das wird von vielen ignoriert, jene Kultur im Ackerbau ist mit den geringsten Pflanzenschutz. Derzeit, muss ich ehrlich sagen, reichen wir in den meisten Fällen mit einem Herbizideinsatz aus. Das ist im Vergleich zu anderen Pflanzen deutlich weniger. Und was auch sehr, sehr wichtig ist in Zeiten dieses Klimawandels, dass wir hier mit dieser C4-Pflanze eine Kultur haben, die also mit den warmen und heißen Nächten, das was heuer vielleicht bei uns in der Steiermark nicht so war, wir haben also nicht so viele warme Tage gehabt, wie es in den letzten Jahren war, aber diese warmen Nächte, da muss man weiter assimilieren und diese C4-Pflanze Mais kann das, wie gesagt, auch. Und was auch noch in Zukunft in Zeiten des geringen Wasserangebotes ist, dass man mit dieser Maispflanze einen sehr geringen Wasserbedarf je Kilogramm Trockensubstanz hat, nämlich Transpirationskoeffizient drückt das aus. Das heißt, wir haben 300 bis 400 Liter
Wasserbedarf je Kilogramm Trockensubstanz deutlich geringer, als das zum Beispiel bei Getreide der Fall ist mit 400 bis 600 Liter. Aber ich möchte hier gleich anregen, dass diese 300 bis 400 Liter, die aus dem Internet genommen sind, nicht stimmen. Also bei uns in der Steiermark sind das nicht stimmen. Also wir haben deutlich geringere Werte. Also wir kommen darauf aus, 200, und ich möchte sogar sagen, mit einer perfekten Produktionsweise würde ich sagen, 200 Liter sind absolut gerechtfertigt als Transpirationskoeffizienz im Maisbau. Kommt natürlich hinzu, dass wir in der Steiermark natürlich weniger Wind haben als in Niederösterreich, und da ist natürlich dann der Evapotranspirationskoeffizient auch geringer als in solchen Gegenden. Das nächste, was also ganz wichtig ist, Mais ist eine stickstoffzehrende Kultur. Das wird auch oft vergessen. Wir haben davon nicht sehr viele. Ja. Aber eine stickstoffzehrende Kultur ist hier also nicht das Problem in der Nitratbelastung von Grundwasser, sondern es ist ein Lösungsansatz. Das sehen auch die Kollegen von der Wasserrechtsbehörde so, denn sie wissen, dass Mais weit mehr Stickstoff aus den Böden entziehen kann als zum Beispiel das Getreide. Ja. Also wir entziehen mit Silomais, das ist bei uns nicht so häufig, wir haben ungefähr 60.000 Hektar Körnermais und ungefähr 10.000, 13.000 Hektar Silomais. Die wir bei Körnermais haben, schwanken so um die 170 bis 210 Kilogramm Stickstoff, und teilweise, wenn wir dann in die ganz hohen Erträge reinkommen, natürlich auch darüber, die wir dann nicht ersetzen. Wenn wir uns die Maisentwicklung seit 1910 anschauen, dann in den USA zum Beispiel, dann waren es damals also, warum ist der Mais so eine Erfolgsgeschichte gewesen? Er war damals ungefähr, 1920 hat es noch keine Hybridmaissorten gegeben, ungefähr 3 Tonnen Maisertrag. Würden wir das heute immer noch haben, keinen Hybridmais, keine Gentechnik und vergleichen wir in den USA, dann würden wir also sicherlich keine 7 Milliarden Menschen, geschweige denn von den 9 Milliarden Menschen, die prognostiziert werden, die könnten wir dann einfach nicht ernähren. Das ist also eine hohe, hochgradige Arroganz von Leuten, die also im Wohlstandssessel setzen, die also sagen, wir brauchen das. Wir brauchen sehr wohl eine gute Versorgung, und da muss diese Entwicklung weitergehen. Die kann da nicht stehen bleiben. Ja. Und dieser steile Anstieg der Maisentwicklung, da sind also die Düngung ist hineingekommen, das ist die Züchtung hineingekommen. Und ab ungefähr kurz vor 2000 sehen wir auch den Einsatz von Gentechnik. Ja. Und das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn wir wissen von Monsanto, dass die also 300 Buschel per Acre anstreben. Das wären ungefähr 18,8 Tonnen Ertrag. Das ist ungefähr das, was wir momentan in der Steiermark als Spitzenerträge derzeit sehen. Aber das ist also nicht Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt ungefähr bei 12,5 Tonnen. Jahresweise kann es auch 14 Tonnen sein beim Kornertrag, aber sicherlich keine 18 Tonnen. Wie will man das erreichen? Und da kommen wir jetzt langsam mit dem Übergang den Teilaspekt des heutigen Tages, nämlich was muss man da machen? Wir müssen in der Wasser- und der Nährstoffverbrauch effizienter werden. Da kann jetzt diese Züchtungstechnik helfen. Wir müssen die Inhaltsstoffe verbessern, wir müssen die Enzyme verbessern, wir müssen die Stickstoffeffizienz verbessern. Da setzen wir in unseren Versuchen ganz massiv an, dass die Eiweißwerte im Mais, das ist ein Manko, wenn man hohe Erträge im Mais hat, dann wird der Eiweißgehalt auf der Strecke bleiben, aber auch da wollen wir Verbesserungen durch effizientes Management erreichen. Und was ganz wichtig ist, Mais, die Kurztagpflanze, je früher sie angebaut wird, und das ist auch heuer der Fall, mit einem früheren Anbau haben wir viele Probleme, sprich Trockenheit, sprich Maiswurzelbohrer, besser im Griff. Und da kann auch natürlich die Züchtung helfen, um diese Frühsaattoleranz besser zu bewerkstelligen. Wenn wir uns dann, das ist eine Darstellung von Göttingen, da sehen wir also sehr schön auch den Siegeszug des Maises in der Ertragsleistung. Da sind also Sojabohne, Weizen, Reis auf der Strecke geblieben. Mais zieht da einwandfrei davon. Wir haben also hier eine Vervierfachung bis mehr als eine Vervierfachung der Ertragsleistung bei Mais, die also andere Kulturen in dieser Art und Weise nicht teilen. Und das Letzte, bevor wir jetzt in das Nachernte-Management einsteigen, und das gehört einfach dazu, dass man einfach dann Mais als Produzent auch verkaufen kann, wo seine Vorteile liegen. Und vor allem das große Thema Humusaufbau, das vor allem bei uns in der Steiermark und wahrscheinlich auch in Österreich groß diskutiert wird, ist einfach dies, dass man bei 14 Tonnen Körnermaisertrag mit 14% Wassergehalt ungefähr 13.000 Kilogramm Kohlenstoff über Wurzelausscheidungen produziert. Wir haben, das sind ungefähr je nach CN-Verhältnis 50 bis 65 Tonnen Kompost beziehungsweise 300 bis 350 Kubikmeter Schweinegülle auf Kohlenstoff. Pferdefuß dieser ganzen Darstellung, das ist jetzt aber nicht steirisches Problem, sondern das ist ein Problem in Gebieten, wo der Silomais sehr stark ist. Das ist jetzt in der Steiermark nicht der Fall. Dann wäre diese Kalkulation natürlich Makulatur, weil wenn man die ganze
Biomasse abzieht und von der Fläche, dann wird man natürlich auch weniger an organische Substanz zurückführen. Aber diese Wurzelausscheidungen, die sind nach wie vor existent. Eines möchte ich auch noch sagen, denn das wird auch immer heftig diskutiert mit dieser Geschichte Mais, weil wir einfach auf keinen Fall eines machen sollten, den Maisanbau rigoros runterzudrücken und in der Fruchtfolge dermaßen stark zu beschränken, dass Ideen aufkommen von unter 50% Maisanteil. Ich sage das natürlich als Steirer ganz prononciert, weil das für uns also eine existenzielle Frage ist, aber es ist auch eine ökologische, denn wir sollten, und das ist schon Beratungsziel, das Standortpotenzial unter gesetzlichen und ökologischen Kriterien ausschöpfen. Ja, und da müssen wir einfach die Kirche im Ort lassen, denn was ist produktionstechnisch möglich, ohne die Ökologie zu belasten? Die Auflagen, die das Produktionspotenzial über das ökologisch Verträgliche beschränken, das ist einfach insofern ein Problem, dass es zu erhöhten Kosten führt, nämlich sowohl für Produzenten als auch für Konsumenten. Das ist ja heuer ganz deutlich zu spüren, dass wir also steigende Preise haben. Es ist noch lange nicht gesagt, dass wir also im agrarischen Bereich jetzt auf einige Zeit, und das ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt, dass wir auch in Zukunft niedrigere Preise im Nahrungsmittelsektor haben werden. Dazu ist die Versorgungslage ja schon leicht angespannt, und wenn da also Klimaeskapaden dann irgendwann einmal noch stärker zuschlagen, kann das also sehr stark auf die Preise schlagen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man also den Flächenbedarf, den man natürlich auch für andere Dinge, für Ausgleichsflächen, für Erholungsflächen braucht, dass das dann nicht so auf diese Art und Weise erreicht wird, dass man also potenziell wirklich ertragreiche Flächen beschränkt und auf diese Art und Weise indirekt den Flächenbedarf vergrößert. Stichwort biologischer Landbau, wo man einfach einen höheren Flächenbedarf hat, weil man geringere Erträge hat. Ja. Die extensive Produktion mag zwar auf die Fläche, da spreche ich ein bisschen in die Diskussion des ökologischen Fußabdrucks hinein, die extensive Produktion mag zwar auf die Fläche bezogen einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben, aber wir haben nachweislich mit einer höheren Produktion, mit einer intensiveren ökologisch nachhaltigen Produktion einen günstigeren ökologischen Fußabdruck pro erzeugter Produktionseinheit. Das sieht man auch hier, das spielt dann ein bisschen hinein in die Thematik, was sollte man machen, wie weit kann man gehen mit der Düngung beim Mais. Wir sehen, und da gibt es also umfangreiche Versuche von den Kollegen des Versuchsreferates des Landes, wo also Mais hier mit verschiedenen Düngungshöhen, mit verschiedenen Kombinationen, da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, aber man sieht, dass man also, wenn man also das Potenzial nicht ausschöpfen kann, nämlich wenn es also Gebiete, und das gibt es also mit 115 Kilogramm Stickstoff in manchen Gewässerschutzgebieten, ist ja das hier die maximal erlaubte Düngungshöhe, würde man hier 12,4 Tonnen haben, versus wenn also hier auf die 210, ich meine, man muss nicht die 210 ausschöpfen, die 180 reichen aus, sind wir da schon um 2 Tonnen darüber. 2 Tonnen bei den derzeitigen Maispreisen von über 300 Euro, das ist also eine beträchtliche Ertragseinbuße. Ja. Wir sehen aber auch hier gleichzeitig, und da muss ich die Berufskollegen schon ein bisschen auch fordern, dass wir da ein Problem haben im Mais, und das ist darüber auf der rechten Seite, dass die Wirtschaftsdüngerwirksamkeit, obwohl wir die nachweislichen Mengen an Stickstoff verabreichen, genauso wie hier bei der Mineraldüngung, die Wirksamkeit nicht so gegeben ist wie bei der Mineraldüngung. Die Probleme sind also die Ausgasungsverluste, es ist die Wirksamkeit der trockensubstanzreicheren Wirtschaftsdünger hier natürlich ein Thema, dass man nicht an die Wirksamkeit der Mineraldünger hat. Das ist ein Thema, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Die Wirtschaftsdüngerproblematik zu lösen ist teuer. Momentan ist sie zu teuer. Wir sind da ganz intensiv in der steirischen Landwirtschaftskammer auf diesem Thema drauf. Mein Wunsch wäre es natürlich, Düngen zu haben, die frei von Wasser sind, wenn man das Wasser rausbekommt. Das hat man früher mit Ultrafiltration und Umkehrosmose versucht, aber da scheitern wir an den großen und der technischen Durchführung. Und jetzt steigen wir aber wirklich in dieses Nachernte-Management ein, und da möchte ich mit diesen beiden Bildern, die habe ich jetzt neu dazugefügt im Vergleich zu gestern, da haben wir jetzt das Problem, wo platzieren wir unser Maisstock?
Wir haben ja von den Riesenmengen des Maestro gehört, von denen wir da in der Steiermark sprechen. Machen wir es mit dem Flug, dann landet das Maestro da unten. Das ist ungefähr 25 mal 28 Zentimeter. Machen wir es mit dem Grupper, landet das Maestro darüber und irgendwo da oben. Aber genau hier ist das Problem. Einmal ist das Problem da unten. Wo liegt hier das Problem? Wenn wir es beim Maestro da unten platzieren, dann haben wir natürlich keinen kapillaren Wasseranschluss an den Untergrund. Beziehungsweise wir blockieren die Wurzelausbreitung in die Tiefe. Haben wir das dann mit dem Grupper ausgebracht und haben das Strommanagement nicht ordentlich gemacht. Und da ist jetzt die Technik gefragt. Und da kommen natürlich jetzt auch meine Wünsche an die Technik, dass wir dieses Stroh jetzt so platzieren und so klein platzieren, dass es jetzt vor allem in der sensiblen Phase, der Keimphase des Maises, vor allem im Frühjahr, was trocken ist, da keine Blockaden geben darf. Also ich darf jetzt nicht hergehen, dass das Maestro da irgendwo zu nah am Maiskorn liegt. Und da kommt es dann zur Matratzenbildung, wir haben keinen Wasseranschluss, kommt zu keiner Keimung und natürlich dann logischerweise zu den Entwicklungsbedingungen. Das ist der zentrale Punkt des Maisstrommanagements. Ob ich jetzt hinterher Mais mache oder ob ich hinterher Getreide anbaue, wenn hohe Strommengen, das ist beim Silomais genau das gleiche Problem. Zwar nicht in diesen großen Mengen, denn die größten Probleme, die wir beim Maisstroh haben, sind nicht die oberirdischen Stängelteile, sondern es sind die Strünke, die da in dem Bereich zu liegen kommen. Die Strünke, und da ist die Technik gefragt, die zu zerkleinern, weil sonst habe ich ein Problem. Welche Voraussetzungen sehe ich jetzt beim Strommanagement? Das ist einmal einerseits die Sortenwahl. Ich brauche eine gesunde Maissorte, sowohl Kolben- als auch Stängelfusariumresistent. Oder gering. Da versuchen wir das jährlich zu bonifizieren und aufzufüllen. Der Mähdrusch, der muss wirklich sauber sein. Der muss eine perfekte Querverteilung haben. Wenn man sich das in der Praxis anschaut, sind wir manchmal weit weg von diesem Ziel. Wir sollten so wenig Reststroh wie möglich in den Mähdrescher reinlassen, damit hinten dann keine Verteilprobleme auf. Die Unterflurhäcksel, das ist Standard, das ist richtig. Aber die Schnitthöhen, die sind je nach Zustand der Maispflanze sehr unterschiedlich. Und die leisten nur eine bedingte Arbeit. Ich komme also ohne, zumindest bei uns in der Steiermark, ohne ein weiteres Häcksel mit einem Anbauhäcksel nicht aus. Denn nur damit kriege ich diese Mais-Zünsler-Problematik in den Griff und wir haben kaum Mais-Zünsler-Probleme in der Steiermark. Das ist also, obwohl wir Mais auf Mais machen, obwohl wir Mulchsaaten machen, das Mais-Zünsler-Problem haben wir nicht. So sehe ich das in den letzten Jahren. Wichtig ist jedenfalls eine kurze Druschlänge, das erleichtert die Häcksel und ich muss, komme auch nicht um das herum, ohne diesen Anbauhäcksel und das mit geringer Fahrgeschwindigkeit. Der Strohsträgel-Einsatz, wie das bei Getreide ist, hat sich bei Maischen leider nicht bewährt. Wir haben dann Versuche gemacht mit dem Schneiden dieser Strohhäcksel mit Kurzscheibenmelke und Messerwalzen, um hier Zeit zu sparen. Denn es ist schon richtig, dass wir, wenn man jetzt nach der Häckselarbeit mit einer Kurzscheibenmelke noch einmal reinfährt und erst dann die Grundbodenbearbeitung macht. Nur das ist bei vielen Landwirten auf nicht fruchtbaren Boden gefallen, weil das zu viel Aufwand ist. Ich brauche also ein System, wo ich das in einen Arbeitsschritt mache. Diesbezüglich haben wir versucht, das mit Messerwalzen und Kurzscheibenmelken in Kombination zu lösen. Wir werden dann ein Bild sehen, hat leider, vielleicht hat es auch das nicht funktioniert, deshalb nicht funktioniert, weil es im Vorjahr sehr. Und diese schräge Eingruppern, das ist natürlich in der Steiermark, jeder, der die Steiermark kennt, auch so ein Problem, weil wir nämlich keine riesen Ackerschläge haben. Also wir haben längliche Ackerschläge, das ist eine Herausforderung. Sagen wir es mal. Und was auch natürlich wichtig ist, und da arbeiten wir uns zurück, sukzessive da vor, es ist bei Gott nicht gegessen, dass nur ein Grupper Zinken das richtig ist. Das kann man einmal, ist es dieser Zinken, einmal ist es der breite Zinken, einmal ist es der schmale Zinken, einmal ist es der gewendelte Zinken. Je nachdem, mit welcher Masse wir haben, mit welchem Bodenzustand wir haben, da gibt es Schwanken. Mein Wunsch, das ist selten der Fall, dass das so gehäckselt wird. Das ist perfekt gehäckselt, so sollte es sein, weil dann haben wir auch einige Folgepunkte. Ja? Bei den Untersuchungen, wenn man also eine Häckselarbeit mit Traktor und Mähdrescher macht, dann ist die Häcksellänge sehr gering. Dann sehen wir, die Rauigkeit ist hier extrem niedrig. Während wir keine Häckselarbeit, dann haben wir eine riesige Palette. Wir haben also bis zu 40% noch Bodenbedeckung, wenn man hinterher kommt. Also man sieht, die Häckselarbeit ist enorm wichtig, wenn man hier Mulchsaaten nur mit dem Maestro machen will. Und dieses Bild, das ich versprochen habe, hier links, also diese Messerwalzen- und Kurzscheibenmelke Kombination versus rechts vom Spaten da die Häcksel- und Mitscheibenmelke, also das hat einfach besser funktioniert. Die Messerwalze hat das einfach leider nicht in dieser Form zerkleinern können, wie wir das also auf der rechten Seite sehen. Also es muss aber so ausschauen wie auf der rechten Seite.
Denn wenn wir das nicht sauber machen, dann geht das, und in dieser Richtung müssen wir präziser werden, und zwar was die Feldaufgangsdaten anbetrifft. Wir sehen hier verschiedene Systeme, nämlich die Arbeitszeit, Gruppe im Herbst, der Pflug im Herbst und Gruppe im Frühjahr eingesetzt, den Pflug im Frühjahr eingesetzt, dann die Häckselung, keine Häckselung, nur mit dem Mähdrescher und Mähdrescher plus Traktoranbauhäckselung. Und wenn wir also das im Frühjahr bonitieren, wir sind also immer so um die 80.000, 85.000 Körner ausgelegt worden, davon sind dann die höchsten Feldaufgangsraten bei Gruppe im Herbst, bei Pflug im Herbst, bei diesen Einsätzen im Frühjahr, Gruppe als auch Pflug, haben wir schon einmal deutliche Pflanzenverluste gehabt. Das ist jetzt zum Beispiel im Silomais, würde das fatal sein. Also das kann ich mir im Silomais nicht erlauben. 80 wäre angestrebt, dann sind nur 72.000 Pflanzen da, das ist zu wenig. Bei uns in der Steiermark mit unseren spätreifen Körnermais-Sorten spielt das noch keine Rolle. Das kann ich wegstecken. Das kompensiert man die Maispflanzen. Und man sieht aber auch hier rechts, dass diese saubere Häckselarbeit natürlich sich positivst auswirkt auf den Feldaufgang. Logisch, das ist genau das, was wir vorher gehört haben, nämlich das mit der Ratzenbildung. Ja, das geht dann in diese Richtung hinein. Und bis in den Herbst hinein, dann fallen uns dann auch noch die Schwachmatiker, also Entschuldigung, die schwachen Maispflanzen aus. Das heißt, wir haben dann noch einmal einen Verlust, der da ganz beträchtlich sein kann, von bis zu 3000 Pflanzen noch einmal. Bei Silomais nicht tolerabel, bei frühen Maissorten auch nicht tolerabel. Also wir haben hier, um es auf den Punkt zu bringen, beim Strommanagement 11% Pflanzenausfall, bei der Bodenbearbeitung 8% und bei der Herbst-Frühjahr-Vergleich noch einmal 3,4% sein. Wenn wir uns die Profile jetzt bei diesem Strommanagement anschauen, da sehe ich zumindest, wir haben uns heuer, wir haben 18 Löcher mit Kleinbagger ausgehoben auf einen Riesenversuch, dann haben wir über 100 Parzellen Bodenbearbeitung haben in Hatzendorf. Da wäre man nicht schlau, da können wir uns ein schönes Bild anschauen, aber ich sehe keine Unterschiede. Also zumindest im Unterboden, dass jetzt irgendwie aufgrund des Strommanagements jetzt die Wurzeln irgendwie tiefer reingehen würde, derzeit nicht. Ersparen wir uns da die nähere Diskussion. Wir kommen zum Schluss. Wie wirkt sich jetzt dieses Strommanagement auf den Ertrag aus? Also wenn ich jetzt das an mir anschaue, das sind 2 Jahre durchgeführt, heuer läuft das dritte Jahr dann. Wir sehen, wenn wir keine Strohhäckselung machen, dann kommen wir 14,2 Tonnen versus 14,4 Tonnen, wenn wir also die Strohhäckselung intensiv durchführen. Und das zieht sich jetzt über beide Jahre durch. Was ist das? Das sind also 640 bis 710 Kilogramm Mais, Körnermais, mehr Ertrag durch eine saubere Strohhäckselung. Das muss jetzt aber in anderen Gebieten nicht so positiv ausschauen. Also wenn ich in Gebieten mit Reifezahlen, die weit unter 300 irgendwo zum Liegen kommen, oder wenn ich im Silomais-Sektor tätig bin, dann wird sich das sicherlich dramatisch auswirken. Aber wir arbeiten hier mit Reifezahlen 420, das ist in Deutschland ganz was anderes. Das sind also Sorten, die Oberösterreich, glaube ich, aber arbeitet nur ganz, ganz sporadisch im Silomais-Bereich mit 420er Sorten, aber das sind bei uns Körnermais-Sorten. Die können wahnsinnig gut kompensieren. Die haben Körner, die haben Kolbengewichte, die gehen rauf auf bis zu 210 Gramm. Ja. Das ist also schon einiges, und ich würde sagen, das ist jetzt das gewesen, und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Dr. Meyer. Das war ein sehr flotter und aufschlussreicher Vortrag. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Ich habe versucht zu folgen. Es ist fast zu schnell. Nein, also gar nicht. Es ist nur, also man hat schon konzentriert dabei bleiben müssen, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, einiges gelernt. Das war eine sehr aufschlussreiche Einführung in das Ganze, in die ganze Problematik. Und auch natürlich, das ist allgemein ein bisschen was zum Mais erklärt worden, speziell in der Steiermark. Ich kann mir vorstellen, das ist... Das ist auch nicht, ist es nicht jeder Standort eben gleich zu bewerten. Jetzt, es ist noch eine Frage ist hereingekommen, und zwar der Johann Kurzbauer fragt, die Körnermaiserträge im Biolandbau, wie hoch sind die? Wenn ich mir das richtig merke, so sind es im Schnitt bei 12,5 im konventionellen, oder? Weil da richtig aufgepasst. Mehrjährig konventionell 12,5. Und im biologischen Landbau sind wir ungefähr 30%. Manchmal, je nachdem, was es also ein feuchtes Jahr ist, wo sie intensiv hacken mussten, sind es noch weniger. Ja. Mhm. Aber die steirischen Biobauern kommen auf 8 bis 10 Tonnen.
wenn das Jahr sehr feucht ist. Und das heurige Jahr wird auch für den konventionellen Maisbau nicht lustig sein. Also wir werden wahrscheinlich fürchterliche Zahlen erleben. Also ist das ähnlich wie beim Getreidebau? Ich hatte irgendwas im Kopf, dass man über den Daumen auch im Getreidebau sagen kann, Bio im Vergleich zu konventionell ungefähr ein Drittel weniger Ertrag. So gibt es also ein Institut, das das so sagt, ja. Aber es kommt auch darauf an, um das Ganze seriös zu beantworten, es ist so, wenn ich in einem Gebiet bin, einem Trockengebiet, wo zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmaßnahmen erforderlich sind, wird die Differenz geringer sein. Bei uns in der Steiermark, wo wir in einem Hochertragsgebiet sind, sind die Differenzen höher. Also wenn ich also in einem Gebiet bin mit hohen Niederschlägen, wo also die Fungizidbehandlung ganz, ganz wichtig ist oder die Hallenverkürzung, dann wird der biologische Landbau in manchen Jahren wahrscheinlich nicht einmal mit 30% rauskommen, sondern noch mehr darunter zu liegen kommen. Ja, vielen Dank. Also es gibt jetzt nur die Möglichkeit, dass man eine schnelle Frage stellt. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir gleich an den nächsten Punkt gehen, weil wir echt ganz genau in der Zeit liegen. Wie gesagt, es gibt da die Möglichkeit, dass man das Mikrofon einschaltet und direkt verbale Frage stellt. Ich hätte noch eine Frage, und zwar bezüglich Untersaaten im Körnermais. Wie ist da die Meinung von unseren Referenten? Es gibt schon seit Jahrzehnten gibt es diese Versuche schon zu den Untersaaten. Ja. Wir haben das Problem, wenn wir bei der Untersaat zu früh reingehen, konkurrenzieren wir den Mais, gehen wir zu spät rein, kommt aus der Untersaat nichts raus. Es gibt dann immer wieder neue Ansätze mit neuen Züchtungen, neuen Gräserzüchtungen, dass man das dann noch wieder hinbekommt. Also die Versuche, die ich gesehen habe bis dato, und auch die Kollegen von der vom Wasserschutzreferat in Oberösterreich, zeigen, dass das momentan noch nicht sehr hoffnungsvoll ist. Ja. Es wird immer wieder versucht, das mit diesen Untersaaten zu machen, aber ich sehe derzeit noch keine erfolgreichen Versuche. Ja. Ich könnte mir rein vorstellen, wenn es in der Züchtung gelänge, also einen kurzwüchsigen Mais zu haben. Ja. Also bei uns werden die Maissorten, heuer sind sie um 40 bis 50 cm kürzer als normal, aber wir haben also 3,50 Meter Wuchshöhe im Schnitt bei uns. Jetzt wenn ich also einen Mais hätte, der irgendwo bei 2 Meter oder 2,20 Meter wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die Untersaaten funktionieren würden. Ja? Dann hätte ich das Licht. Aber das Problem der Konkurrenz, vor allem in trockenen Jahren, habe ich immer noch nicht gelöst. Also ich bin momentan sehr, sehr skeptisch. Ich würde mich nicht hinstellen als Berater vor die Landwirte und sagen, das ist es. Freunde, das Problem haben wir gelöst. Das ist es nicht. Also ich würde es nicht bejahen. Also wir haben es nicht gelöst. Derzeit nicht. Obwohl ich weiß, dass viele mit dieser Untersaat Humusaufbau und Erosion und Nitratprobleme, ich würde sagen, dieses Problem kriege ich auf eine andere Art und Weise kostengünstiger. Ja. Ich schaue einfach, dass der Mais einen Top-Ertrag macht. Dann habe ich eine ordentliche Wurzelbildung, dann habe ich eine ordentliche Reststrommenge, die also für den Humusaufbau da ist. Und ich sollte mich wirklich bemühen, denn das ist der Pferdefuß der Maisdiskussion. Dass viele Leute sagen, der Mais ist eine ganz böse Pflanze, weil sie Nitrat verursacht und dergleichen mehr, das passiert nur deshalb, weil manche Kollegen schlicht und einfach unvorsichtigerweise es übertreiben mit der Düngung. Das Gros macht das nicht, aber manche machen das. Und das zieht dann andere Berufskollegen in die Tiefe. Und das ist das Kernproblem. Der Mais verträgt sehr viel. Er ist nicht die Schuld. Ja? Das ist also die Art und Weise, wie die Produktion des Maises funktioniert. Und da muss ich ehrlich sagen, muss ich einige Landwirte in die Pflicht nehmen, dass sie schaden also dem Image des Maises, sie schaden dem Image der Landwirtschaft, wenn sie da nicht sachgerecht folgen. Vielen Dank. Sehr strenge Worte zum Schluss. Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann würde ich echt an den nächsten Programmpunkt übergehen. Also noch einmal recht herzlichen Dank, Dr. Meyer, für Ihren Vortrag. Ich denke, Sie bleiben noch bis zum Schluss dabei.
Also wenn noch Fragen auftauchen, die können dann immer noch an den Herrn Meyer gestellt werden. Jetzt der nächste Punkt. Der Herr Hendrik Schneider von der Firma Geringhoff wird einen Maispflücker vorstellen, den Horizon Star 3. Er hat den Bildschirm jetzt eh schon geteilt. Und der hat eben ein integriertes Mulchmesser. Und genau, das hat die Maisstoppeln auch noch zusätzlich zerkleinert. Wie das genau funktioniert und was es bringt, wird Herr Hendrik Schneider jetzt in aller Kürze für uns erklären. Bitte schön. Ja, genau. Auch noch schönen Abend von meiner Seite aus. Auch vielen Dank, dass ich hier unser Produkt einmal vorstellen darf. Und wie schon richtig erzählt, geht es einmal um den Horizon Star 3, der quasi 2019 auf der Agritechnica vorgestellt worden ist. Vielleicht haben ihn einige dort schon live gesehen. Dort wurde auch mit der Silbermedaille ausgezeichnet für quasi das Konzept der integrierten Stoppelzerkleinerung und einer optimierten Bodenanpassung bei der Körnermaisernte. Die Körnermaisernte macht es allgemein etwas spezieller. Wie Herr Dr. Meyer schon sagte, wir arbeiten damit oder haben mit 14 bis 18 Tonnen Hektar pro Hektar Stroh zu tun. Also sehr viel Kraftaufwand oder auch spezieller Aufwand unsererseits nötig, um das Stroh zu zerkleinern und zusätzlich eben die Stoppel so weit zu zerkleinern, dass gerade der Maiszünster dort keine Überlebenschancen hat. Wieso haben wir uns dieser Technik angenommen oder diese Richtung eingeschlagen? Allgemein der Maisanbau steigt weiter an in Europa. Der Maisanbau wird auch immer weiter nördlich stattfinden. Wir merken gerade in Nordeuropa oder Norddeutschland auch, dass die Nachfrage nach Mais immer mehr weiter steigt und damit auch gleichzeitig die Krankheiten im Mais sich weiter verbreiten und gerade in Deutschland der Maiszünstler ein sehr großes Problem ist. Da haben wir uns die Frage gestellt, was sind aktuell die Maßnahmen, um gerade den Maiszünstler zu bekämpfen? Und da gibt es einmal die Maßnahmen, die quasi während des Wachstums genutzt werden. Das ist einmal der chemische Pflanzenschutz, um quasi die Eier, die sich auf der Pflanze schon befinden oder die Larven, die sich entwickelt haben, zu bekämpfen und dann zu verhindern, dass die sich in die Pflanze einfressen können und sie schädigen können. Oder eben das gleich mit biologischen Maßnahmen, mit der Trichogramma-Wespe, die quasi auch ausgehangen wird oder verteilt wird in den Beständen, um ebenfalls die Eier und Larven zu bekämpfen, damit diese sich nicht in den Bestand einfressen können. Dann gibt es aktuell die bestehenden Maßnahmen nach der Ernte, die dann quasi nach dem Abernten des Feldes stattfinden, mit aktiven oder passiven Arbeitsgeräten, also entweder mit Mulchgeräten, Schlegelmulchern oder auch mit Messerwalzen, Scheibenmecken, sonstigen Arbeitsgeräten und im Nachhinein, im Nachgang zu versuchen, die Maisstoppel oder Stroh noch weiter zu zerkleinern, fein aufzuarbeiten oder zu verteilen, um eben die Überwinterung des Maiszünstlers zu verhindern und auch die Rotte noch weiter anzuregen. Die Maßnahmen selber haben aus unserer Sicht einige Nachteile auch, gerade chemischer Pflanzenschutz zum Beispiel muss in einem Stadium stattfinden, den eigentlich nur noch mit speziellen Pflanzenschutzgeräten eingefahren werden kann im Bestand, da die Wuchshöhe doch schon erheblich ist und gerade bei Traktoren dann erheblicher Schaden verursacht worden würde an der Pflanze. Bei biologischen Maßnahmen wäre das Problem teilweise ist das kompatibel für die Großflächenlandwirtschaft, also für Landwirte, die 100, 150 Hektar Körnermais anbauen, ist es dann noch sinnvoll, mit der Schlupfwespe zu arbeiten, ist die da effizient genug? Und bei den Nachernte-Arbeiten mit den Arbeitsgeräten ist immer noch aus unserer Sicht das Risiko, dass viele Maisstoppel plattgefahren werden, vom Mähdrescher, von den Abfahrgespannen, von anderen Fahrzeugen, die auf dem Feld sind oder vielleicht sogar von den Traktoren, die dann die Mulcher führen oder die Scheibenegge führen. Da werden dann eben auch Maisstoppel niedergedrückt im Feld, die dann anschließend nicht mehr wirklich zu erreichen sind und dann zu bearbeiten sind. Deswegen ging bei uns der Schritt dann in die Richtung, okay, wir müssen die Stoppelbearbeitung schon während der Ernte integrieren und durchführen, dass wirklich die Maispflanze zerkleinert wird und der Stoppel so weit zerkleinert wird, dass kein Lebensraum mehr für den Maiszünstler übrig ist und auch, dass die Pflanze so weit zerkleinert ist, dass sie leicht in den Boden eingearbeitet werden kann, um dann eben auch die Verrottung und Zersetzung weit deutlich voranzutreiben, um eben für die Folgekulturen nicht das Problem einer vielleicht Strohmattenbildung zu haben oder auch den Fusariendruck deutlich zu reduzieren. Also hier, wie man auf dem Bild sieht, das ist quasi Maisstoppel in der Fahrspur, die
zwar umgeknickt sind, aber die würden dann nicht mehr vom Mulcher wirklich effizient zerkleinert werden können. Hier drumherum sind sie schon zerkleinert worden, aber da eben nicht erreicht worden. Deswegen versprechen wir uns dann von dem HS3, Horizon Star 3, einen höheren Bekämpfungserfolg, weil wir einfach während der Ernte schon das ganze System durchführen, bevor die Reifen dann die Maisstoppeln überfahren und so einfach wirklich den Bekämpfungserfolg um die 90-100% liegen kann. Dadurch kann der Maiszünder eben nicht überwintern und eine Neuverbreitung in der Folgekultur oder im Folgejahr wird deutlich reduziert und versucht natürlich, soweit es geht, zu verhindern. Und dann im Allgemeinen auch mit der aktuellen politischen Lage in einigen Regionen, in denen chemische Anwendungen immer weiter reduziert werden sollten und müssen, ist einfach auch der Punkt, gegen eine mechanische Bekämpfung können sich keine Resistenzen bilden. Also wenn wir wirklich den Maisstoppel mit dem Messer zerschlagen, dagegen kann sich keine Maispflanze Resistenzen bilden. Genau, was haben wir dann, oder was verwenden wir? Für die Strohzerkleinerung, also hier sieht man einmal die Pflückreihe von unten, für die Strohzerkleinerung verwenden wir das Rotadist-System, welches schon über mehrere Jahre bekannt ist bei uns in der Firma. Das ist quasi ein Drei-Walzen-Pflücksystem, bei dem zwei Walzen die Pflanze nach unten reißen und dann aktiv befinden sich hier 15 Schneidscheiben, die gegen den Gutfluss quasi nach oben drehen und so die Pflanze wirklich aktiv schneiden während des Pflückprozesses, diagonal schneiden und wirklich großflächig auffasern und sehr, sehr viel Oberfläche erzeugen an den Schnittstellen und an der Pflanze selber und die Pflanze auch in möglichst kleine Stücke zerschneiden. Dadurch haben wir das Strohmanagement der Pflanze schon mal sehr gut behandelt. Wasser und Bakterien können eben schnell in die Schnittstellen eindringen und so die Zersetzung beschleunigen. Und der Fusariendruck wird dadurch deutlich reduziert und die Einarbeitung der ganzen Pflanze auch deutlich vereinfacht. Zusätzlich, wie man dann hier links sieht, haben wir ein Unterflurmesser integriert, das zusätzlich mit einer Schlagkante versehen ist. Das sieht man dann hier auf dieser Grafik nochmal ganz gut. Hier ist das Messer nochmal live zu sehen. Wir haben eine scharfe Schneide hier vorne, die die Pflanze vom Stoppel trennt und effizient trennt, damit diese dann von dem Drei-Walzen-System zerkleinert werden kann. Und die Abkantung am Ende des Messers sorgt dann dafür, dass diese über den Stoppel drüber schlägt, wie es hier unten im Schema zu sehen ist. Schlägt also über den Stoppel drüber und sorgt dann für eine Auffaserung, ein Aufplatzen des Stoppels bis hin zum Wurzelhals oder eben je nach Arbeitshöhe teilweise auch ein komplettes Entfernen des Stoppels vom eben überhalb des Bodens. Und so wird dann versucht und das Ziel ist damit dann den Maiszünder so gut es geht zu bekämpfen und eben den Druck für die Folgekulturen zu reduzieren. Hier sieht man noch eine kleine Animation. Ich hoffe, die läuft bei Ihnen auch relativ flüssig, wie das Arbeitssystem funktioniert. Also das Messer rotiert unterhalb des Pflücksystems und schneidet und schlägt eben über den Stoppel hinüber und sorgt dafür, dass dieser sich wirklich auffasert, um wirklich möglichst viel Oberfläche zu erzeugen, um das Wasser, die Bakterien eindringen zu lassen und auch kein Internodium übrig zu lassen, damit dort eben der Maiszünder nicht überwintern kann, sondern wirklich alles zerstört ist und dann erstens schnell verrottet und dann auch einfach einzuarbeiten ist für die nächsten Arbeitsgänge. So sieht es dann hier teilweise aus. Links sieht man, wie sich der Maiszünsler schon in die letzten Abschnitte des Stängels heruntergefressen hat. Hier sind zwei Larven zu sehen, die sind dann langsam von innen aushöhlen. Und das wollen wir eben vermeiden, dass die sich dort einwintern und dann im nächsten Jahr wieder quasi aus dem Stängel herauskommen, verpuppen und dann die Larven auf den anderen neuen Beständen verteilen. Und auf der rechten Seite, so würde es dann aussehen nach dem Horizon Star 3, wenn er das Feld bearbeitet hat. Man sieht hier einmal das Stroh, wie es überall aufgefasert und zerschnitten ist und dann eben die vollständig zerschlagenen Stoppel, wie es dann aussehen kann. Da ist natürlich auch immer der Punkt, dass die dass die Effizienz oder der Arbeitserfolg im Herbst hängt ein bisschen davon ab, wie im Frühjahr das Feld bestellt worden ist, wie die Bodenbearbeitung stattgefunden hat, wie die Aussaat stattgefunden hat. Die natürlich, je ebener der Boden ist, desto höher ist auch der Arbeitserfolg im Herbst.
wenn die Maispflanzen oder die Maisreihen natürlich in kleinen Tälern stehen, ist es schwierig für mechanische Arbeitsgeräte dahin zu kommen und dann ein hundertprozentiges Arbeitsergebnis zu erreichen. Das ist nicht nur bei unserem Maispflücker so mit dem Unterflurmesser, sondern das ist auch bei anderen aktiven Arbeitsgeräten der Fall. Wenn die Maispflanze in einem Tal steht, muss ich schon den Boden bewegen, um wirklich so ein Arbeitsergebnis zu erreichen. Und das ist natürlich dann ein sehr hoher Kraftstoffaufwand, aber auch ein sehr hoher Verschleiß an der Maschine. Und da ist es wirklich wichtig, dass eben im Frühjahr eine gute Vorarbeit geleistet wird, damit dann im Herbst bei der mechanischen Nacharbeit der Stoppel auch ein sehr gutes Arbeitsergebnis erreicht werden kann. Und hier im Idealfall dann während des Ernteprozesses, um eben auch dem Risiko aus dem Weg zu gehen, dass Maisstoppel überfahren worden sind, die dann anschließend nicht mehr bearbeitet werden konnten. Hier sieht man jetzt nochmal eine Durchfahrt durch den Acker. Also man sieht schon, dass das Stroh auch gleichmäßig verteilt ist. Die Stoppeln würden sich dann hier unter befinden. Man sieht schon, dass sie sehr, sehr flach über den Boden abgeschlagen ist, da sie eben nicht durch die Strohmatte herausragen und die Strohverteilung eigentlich schon sehr, sehr gleichmäßig ist, was auch ein anschließendes Einarbeiten bei Flugloser oder auch mit Flugbodenbearbeitung eben ermöglicht und das Risiko von einer ungleichmäßigen Strohverteilung und Strohmattenbildung dann reduziert. Genau. Dann der Horizon 3, den bieten wir aktuell als achtreihiges Modell an, als starre oder klappbare Maschine, um natürlich auch für den Straßentransport da gewappnet zu sein. Und eigentlich der wichtigste Punkt ist so ein bisschen, dass wir eine Mindestleistung von 150 kW am Schrägförderer empfehlen. Das ist jetzt nicht die Dauerantriebsleistung, die benötigt wird, aber es kann immer doch zu Leistungsspitzen kommen, gerade wenn mal Bodenkontakt stattfindet mit dem Unterflurhexer, dass eben der Antrieb stark genug ist, um diese Lastspitzen aufzunehmen. Und eben der Leistungsbedarf ist da notwendig, weil einfach diese 14, 18 Tonnen Stroh verarbeitet werden müssen vom Pflücksystem und vom Unterflurhäcksler. Und da wir sehr dicht am Boden sind, ist natürlich wenig Freiraum, wo das Stroh dann hingehen kann und verteilt werden kann. Von daher ist dieses eine gewisse Leistungszuwachs definitiv da im Pflücker, der dann auch nicht verhindert werden kann. Hier ist dann vielleicht noch ganz interessant zu sehen, der Razor. Razor bedeutet bei uns dann, wir haben einen geteilten Rahmen. Also wir haben als für besondere oder extreme Bedingungen den Maispflückerrahmen nochmal mittig geteilt und können dann die Seitenteile des Rahmens unabhängig voneinander in der Höhe verstellen oder automatisch durch die Höhenführung kann der Rahmen sich unabhängig voneinander dem Boden anpassen, um wirklich noch genaueres Arbeitsergebnis zu erreichen und eine noch zuverlässiger Stoppelzerkleinerung zu gewährleisten. Genau, also das wird dann, kann sich nach unten bewegen, kann sich nach oben bewegen, der linke Flügel kann sich unabhängig vom rechten bewegen und so wirklich eine sehr gute Feldführung haben, gerade in kopierten und sehr unebenen Gelände. Nochmal als kurze Animation, wie es dann aussehen würde, um einfach wirklich den geringen Abstand zum Boden haben zu können, da das der Arbeitsbereich des Messers ist. Das Messer muss wirklich in 5 bis 8 Zentimeter über dem Boden geführt werden, um mit der Schlagkante auch die Stoppel ausreichend abschlagen zu können. Genau. Ja, das war einmal die ganz kurze, knappe Vorstellung, damit wir auch im Zeitrahmen bleiben und nachher nicht nach hinten so weit rausziehen. Dann würde ich vielleicht lieber jetzt noch ein paar Fragen beantworten, wenn es Fragen gibt. Und ansonsten war es einmal kurz die Vorstellung von unserem Horizon Star 3, der eben für die Stroh- und Stoppelzerkleinerung wirklich aktuell das Maximum am Markt darstellt und von uns jetzt auch dann seit 2 Jahren vertrieben wird. Vielen Dank, Herr Schneider. Also wie Sie ja schon erwähnt haben, und jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen. Da hätte ich gleich eine. Ja, bitte. Achtreihig. Gibt es das irgendwann sechsreihig auch? Also, Genau. Die Maschine, die sind erstmal mit achtreihig gestartet im letzten Jahr, weil das, in dem deutschen Raum aktuell das meistverkaufteste Modell ist. Und aufgrund der zweiseitigen Antriebstechnik, also wir müssen unsere Pflückreihen von beiden Seiten antreiben, weil wirklich der Kraftaufwand schon Norm da ist. Aber die Möglichkeit eines Sechsreihens liegt bei uns schon auf dem Tisch. Ist jetzt quasi gerade in der
der Vorserie, einfach zum Austesten, und dann ab nächsten Jahr wird es auch die Variante eines Sechsreihers geben. Ja, weil es ist ja so, ich kenne die Strukturen und Erträge in Ostdeutschland, da mag das sein, aber wenn wir in Niederbayern oder in der Steiermark irgendwo 150, 160 Doppelzentner Trockenmais oder 200 Doppelzentner Nassmais haben und das bei 8 Reihen, die Maschine, also die ist dann, wir kriegen erstens da ein logistisches Problem, einfach von den Schlägen her, das geht nicht. Also 8-Reihig bei 200 Doppelzentner Nassmais, und dann so ein schwerer Pflücker mit 8 Reihen vorn dran, das geht irgendwo, das geht in einem trockenen Jahr oder in einer trockenen Lage, Ostdeutschland, Osteuropa, aber im Donauraum sind wir da in der Mehrzahl der Jahre wahrscheinlich übers Limit drüber, was der Boden verträgt. Das ist meine Meinung. Also wenn, dann sechsreihig. Ja, also die Arbeitsbreiten oder die Modellvarianten werden sich auf 6, 8 und 12 Reihen dann in die Richtung einpendeln. Wie gesagt, wir haben mit dem 8-Reiher gestartet, weil der gerade im Region Münsterland, also Westdeutschland, wo Geringhoff quasi beheimatet ist, da ist 8-Reiher das Standardmodell. Mhm. Und da ist die Maiszünsler Bekämpfung sehr vorangeschritten, oder da ist es auch essentiell notwendig, also wer da seine Maisflächen nicht mulcht oder nicht bearbeitet im Nachhinein, der wird da sehr schief angeguckt von den Nachbarn. Deswegen wurde der Fokus erstmal auf dem 8-Reiher gelegt, aber definitiv für die Jahr 22 dann auch in die Varianten 6-Reiher und 12-Reiher ist gerade in der Probung aufgrund des Leistungsbedarfs, ob das noch tragbar ist. Aber eine 6-Reiher-Maschine ist definitiv in der Planung. Gut. Ja. Vielen Dank, Herr Schneider, für Ihren Vortrag. Danke für die Vorstellung des Gerätes. Es gibt im Anschluss der Pause gibt es auch noch vom Herrn Sebastian Ramm wissenschaftliche Auswertungen zu der Maschine. Aber vorerst machen wir eine 10-minütige Pause. Wir sind jetzt ein bisschen im Zeitverzug, aber die 10-Minuten Pause würde ich trotzdem gerne einhalten. Das heißt, jetzt ist, mal schauen, 19:02 Uhr, okay, machen wir 8-Minuten Pause. Also das heißt, wir treffen uns um 19:10 Uhr wieder da. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass ihr kurz aufs Klo geht oder einen Kaffee trinkt oder einen Tee. So spät Kaffee trinken sollte man ja nicht. Gut, dann um 19:10 Uhr treffen wir Sie wieder da. Okay. Bis gleich. So, jetzt ist 19:10 Uhr. Ich denke, wir können gleich mit dem Programm weiterfahren. Jetzt wird dann, Moment, jetzt werde ich kurz meine Bildschirmfreigabe wieder beenden. Der Sebastian Ramm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich glaube Doktorand an der Universität Kiel. Und er forscht am Maispflücker von Geringhoff. Und er wird uns jetzt aber wissenschaftliche Auswertungen dazu präsentieren. Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Veranstaltung und ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ja, das Präsentieren von wissenschaftlichen Auswertungen in 15 Minuten ist natürlich eine echte Herausforderung, muss man dazu sagen. Was ich im Wesentlichen tun werde, ich werde einige Aspekte zum Thema gerade Arbeitsqualität, den verfolgten Zielen beim Horizon Star 3 eben nochmal aufgreifen, ein bisschen näher betrachten und mit einigen Beispielen eben aus unseren Versuchsserien versuchen zu untermauern. Heißt also, wir seitens der Fachhochschule Kiel betreuen oder begleiten vielmehr dieses Projekt Horizon Star 3 im Grunde genommen schon seit 2018, das heißt seit der Prototypenphase. Und einer unserer wesentlichen Aspekte ist eben die Erprobung dieser Maschine unter Praxisbedingungen in Feldversuchen, wo wir den Horizon Star 3 auch mit der Vorgängerversion immer parallel fahren und als Referenz auch Schlegelmulcher einsetzen, um hier letztendlich auch einen Vergleich zu haben. Es geht also heute so ein bisschen um die Potenziale, um die Anforderungen und auch die Grenzen, die so ein neues Verfahren dann letztendlich mit sich bringt. Und wie wir schon
in den vorangegangenen Vorträgen gehört haben, spielen ja viele, viele Teilaspekte in diesen Bereich Stroh- und Stubble-Management hinein. Viele pflanzenbauliche, phytosanitäre Aspekte, unter anderem eben auch der Maiszünsler oder die Fusarium-Problematik. Die Ansprüche und Anforderungen sind da relativ unterschiedlich und wie wir auch gemerkt haben, natürlich von Region zu Region und von Betrieb zu Betrieb abweichend. Wir haben heute eine ziemlich große Auswahl unterschiedlicher Geräte für die Stroh- und Stoppelaufbereitung im Grunde genommen zur Verfügung. Aber wenn man letztendlich über Intensität, über extrem starkes Auffasern des Pflanzenmaterials spricht, dann kommt man im Grunde genommen ja nicht Schlegelmulcher nicht vorbei. Das hatten wir auch schon mehrfach heute in den Vorträgen gehört. Schlegelmulcher sind im Grunde genommen zum aktuellen Stand die Maschinen, die Maisstoppeln und Maisstroh mit am intensivsten zerkleinern und auffasern können. Und in Bezug auf die Stoppel ist eben ein solches Bild wie hier rechts erwünschend. Das heißt, eine Stoppel, die wirklich bis zum Wurzelansatz aufgefasert wird und gleichzeitig eben auch das Maisstroh insgesamt aus den bekannten Gründen. Ja, und mit Schlegelmulchern kann man durchaus 80-95% der Maisstoppeln vollständig zerstören, vorausgesetzt, sie stehen fest und können sicher durch die Bearbeitungswerkzeuge auch erreicht werden. Und vorweggenommen, auch in diesem Bereich bewegt sich dann der Horizon Star 3 mit seiner Stoppelbearbeitung. Er kommt auf das Niveau, das auch Schlegelmulcher erreichen, sofern die Voraussetzungen stimmen. Und Herr Schneider hat das im Grunde genommen schon angesprochen. Es geht eben eine wesentliche Problemzone beim Mulcher, warum es über die Gesamtfläche dann vielleicht doch nicht die 80-95% vollständig zerstörter Stoppeln sind. Und das sind eben die Bereiche, wo die Stoppeln überfahren wurden. Und wenn wir uns das heute anschauen, gibt es einige wenige Mähdrescher, die zwischen die Mais reinpassen. Aber der Großteil der Mähdrescher überfährt heute während der Ernte kontinuierlich zwei Mais rein. Bei achtreihiger Ernte 25% der Stoppeln. Hinzu kommen die Wendemanöver am Vorgewende sowie eventuell eingesetzte Transportfahrzeuge wie Überladewagen und dergleichen, je nach Flächenstruktur und je nach Region, wo wir eben schauen, sodass wir in der Praxis gar nicht allzu selten bei 30% oder sogar mehr Anteil überfahrener Stoppeln liegen. So, und unsere Untersuchungen, die sich über das Bundesgebiet Deutschland letztendlich erstrecken, das heißt vom Norden in Schleswig-Holstein bis runter nach Baden-Württemberg, haben wir festgestellt, dass in diesen Fahrspurbereichen in etwa zwischen 40-60% der Maisstoppeln noch ein intaktes Internodium aufweisen. Und das hängt natürlich stark von den Bedingungen ab. Grundsätzlich sind wir etwas feuchter, was die Restpflanze angeht, wenn wir den Körnermais ernten, als jetzt in Österreich. Das heißt, das Stroh ist etwas zäher. Und gleichzeitig haben wir auch die Situation, dass besonders wechselhafte Witterungsbedingungen, das heißt Regen gefolgt von guten Erntefenstern, auch dafür sorgen, dass wir keine völlig trockenen Böden haben. Die sind etwas nachgiebig, die Stoppeln werden in den Boden eingedrückt und sind dann von den nachfolgenden Schlegelmulchern zum Beispiel eben nur noch bedingt erreichbar. Und hier ist eben der Lösungsansatz, wie vorgestellt, die Ernte- und Stoppelzerkleinerung zu kombinieren, um die Stoppeln gar nicht erst letztlich zu überfahren. Und wie gesagt, gerade unter feuchteren Bedingungen ist dieser Effekt besonders groß. Und um diesen Hebel einmal zu zeigen, habe ich ein entsprechendes Beispiel hier aus Niedersachsen aus dem Jahr 2019 mitgebracht. Wir haben hier Versuche durchgeführt in Langparzellen, 6x75 Meter, 6 Wiederholungen, haben insgesamt hier 960 Maisstoppeln bewertet, fahren dabei mit Konstantgeschwindigkeiten beim Pflücken von 6 km/h, um hier die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Für die Bewertung der Maisstoppeln orientieren wir uns an dem Monitorschema des Thün-Instituts, das die Maisstoppelzerkleinerung oder Zerfaserung in insgesamt 5 Stufen aufteilt, von der völlig zerfaserten Stoppel bis eben zum intakten Segment, das oben und unten durch Wurzelballen und Knoten abgeschlossen ist und dazwischen entsprechend auch intakt. Die Bonituren führen wir durch für die Teilbereiche mit und ohne Fahrspureinfluss separat, um dann auch über Flächenanteile letztendlich gewichten zu können. Wir haben hier eben den Horizon Star 3, das heißt dieses integrierte System erprobt, parallel auch das Vorgängermodell ohne integrierte Stoppelbearbeitung, aber mit gleicher Pflücktechnik ansonsten und das Ganze nochmals überlagert eben mit einem Schlegelmulch.
Schauen wir jetzt zunächst einmal auf den Bereich der vollständig zerstörten Stoppeln in Bereichen, die nicht unter Fahrspureinfluss liegen. So sehen wir hier über 80% Anteil vollständig zerstörter Stoppeln. Ein guter Anteil noch hier in der zweiten Stufe der auch deutlich zerstörten Maisstoppeln. Das heißt, wir hatten hier ein durchaus akzeptables, gutes Arbeitsergebnis und zwar auf ziemlich ähnlichem Niveau zwischen Horizon Star 3 und Schlegelmutter. Das heißt, hier unter diesen Bedingungen geben Sie sich erstmal nichts, kommen auf sehr vergleichbare Ergebnisse. Schaut man jetzt aber unter diesen Bedingungen, Ihre feuchten Bodenbedingungen in den Bereich der überfahrenen Maisstoppeln und dann zunächst zu der Variante mit dem Schlegelmulcher, dann ist wie hier zu erkennen, im Fahrspurbereich mit 56,5% intakter Stängelsegmente, Stoppelsegmente, schon ein großer Anteil der Maisstoppeln nicht ausreichend bearbeitet worden durch den Maispflücker, eben bedingt dadurch, dass die Stoppeln zu Boden gedrückt werden und nicht zu erfassen sind. Gleichzeitig fällt auch auf, hier in diesem Bereich mit den 27,5% in dieser mittleren Bonitourstufe, der klassische Effekt, den wir haben, wenn die Stoppeln überfahren werden. Diese Stoppeln sind letztendlich an den Sternseiten noch geschlossen, aber an den Seiten aufgeplatzt. Das ist das Klassische, wenn eben die Fahrwerke die Stoppeln am Boden zerquetschen und dann als solche so zurücklassen. Der Anteil der vollständig zerstörten Stängelsegmente, Stoppelsegmente ist hier in diesem Bereich halt sehr, sehr gering an diesem Standort, auch bedingt durch die feuchteren Bodenbedingungen. Wenn man das jetzt miteinander vergleicht über die Gesamtfläche und sagt, okay, wir hatten 25% Fahrspuranteil durch die eben zwei überfahrene Maisreihen bei 8 Reihen und gewichtet das danach, dann kommt man eben dann auf eine verringerte Arbeitsqualität durch die Burcher über die Gesamtfläche eben im Vergleich zu diesem Pflücker. Diese Differenz ist hier natürlich vergleichsweise hoch, wohl gewählt in diesem Versuch, um einfach den Hebel über diesen Flächenanteil einmal auch deutlich zu machen, der ja bei 6-reihiger Ernte, wie wir eben angesprochen haben, auch noch größer sein würde. Aber die Differenz zwischen diesen beiden Systemen bestand bisher in allen unseren Versuchen. Mal größer, mal weniger groß. Das heißt, wenn wir sehr totreife Pflanzen haben, neigen die Stoppeln auch schneller zum Aufplatzen beim Überfahren. Dann nähern sich die beiden Varianten natürlich stärker an. Aber im Fahrspurbereich haben wir hier immer diesen Vorteil. Was natürlich noch zusätzlich auffällt, ist, dass der HS3 hier in diesem Fall im Fahrspurbereich tatsächlich einen höheren Anteil vollständig aufgefaserter Maisstoppeln hat, als es der Fall war in Bereichen ohne Fahrspureinfluss. Und das ist letztendlich darauf zurückzuführen, dass der Maispflücker unheimlich kurze Reststoppeln hinterlässt, die dann beim Überfahren nicht umgekippt werden, sondern auseinanderplatzen, wenn das Fahrwerk auf diesen Stoppel trifft und somit zu einer noch erhöhten Bearbeitung dieser Stoppel führt. Genau. Um aber solche Bearbeitungsergebnisse überhaupt erzielen zu können, brauchen wir gewisse Ausgangsbedingungen. Herr Schneider hat die auch schon angeführt. Gar nicht allzu selten, zumindest in einigen Regionen und unter bestimmten Bedingungen, findet man Zustände wie hier links zu sehen. Das heißt, überlockerter Boden, keine vernünftige Rückverfestigung, mit hoher Geschwindigkeit im Mais gelegt und es entstehen entsprechende Dämme zwischen den Maisreihen. Das zieht sich dann bis in den Herbst und die Maisstoppeln stehen in tiefen Mulden. Der schlimmste Fall ist dann, wenn zusätzlich noch der untere Knoten unterhalb dieses tiefsten Bearbeitungshorizonts der Stoppelbearbeitungswerkzeuge liegt, dann kommen wir schnell in eine solche Situation. Die Maisstoppel ist zwar oben aufgefasert, aber das Auffasern stoppt hier an dem intakten Knoten, der durch das Werkzeug nicht mehr zu erreichen war. Und darunter bleibt ein intakter Abschnitt zurück, der A, schlecht verrottet und B, natürlich auch dem Maiszünsler sein Zuhause bietet. Und hier vielleicht nur mal uns einzuordnen aus dem gleichen Jahr, einmal aus Niedersachsen, einmal aus Baden-Württemberg. Das heißt hier die Ergebnisse, die wir eben schon mal gesehen haben, bei einem Abstand dieses Knotens von gut 10,5 Zentimetern von der Bodenoberfläche, bei gleichzeitigen Mulden von ungefähr 2 Zentimeter Tiefe, bekommt man ein vernünftiges Bearbeitungsergebnis hin. Ist dieser Abstand aber geringer, was wir vor allen Dingen in Süddeutschland stärker beobachten,
und wir zusätzlich noch tiefe Mulden haben, hier in diesem Fall 4 cm, schaut dieser Knoten nur noch wenig über den tiefstmöglichen Arbeitshorizont hinaus und die Bearbeitungsqualität nimmt stark ab. Das heißt, bereits bei Bodenbearbeitung und Aussaat sollte man hier großen Wert darauf legen, eine möglichst ebene Bodenoberfläche zu schaffen, um hier auch den gewünschten Bearbeitungserfolg erzielen zu können, egal ob mit dem Maispflücker oder auch mit dem Stegelmulcher. Nun ist natürlich die Maisstaube als solche nur die halbe Miete. Es geht natürlich auch um das Maisstroh, das heute ja schon viel erwähnt war, um die großen Mengen an Maisstroh, die es zu bearbeiten gilt. Entsprechend haben wir über den Projektverlauf bisher rund 345 Strohproben entnommen, von jeweils 3/4 Quadratmetern, die wir dann getrocknet, auf Gleichgewichtsfeuchte getrocknet und gesiebt haben mit einer Siebanlage von 64, 100 bis 2 Millimetern, um eben hier eine Aussage darüber zu kriegen, wie ist überhaupt die Größenverteilung innerhalb einer solchen Probe. Aber nun ist die Größenverteilung natürlich nicht alleine entscheidend darüber, ob ein Maiszünfer drin überwintern kann oder ob ein Material besonders schnell verrottet, sondern auch die Struktur dieses Materials spielt hier natürlich eine Rolle. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein Segment haben mit einer Länge von 10 cm und das ist intakt, so wird dieses deutlich schlechter verrotten und ein deutlich höheres Maiszünferrisiko haben, als eines, das 10 cm lang ist, aber aufgespalten. Entsprechend haben wir aus diesen groben Siebfraktionen zusätzlich diejenigen Stängelabschnitte herausgezogen, die noch nicht entsprechend unserer Bonitur-Stufe 1 vollständig zerstört sind, sondern hier in diese verbleibenden Bonitur-Stufen hineinfallen. Und genau auf diesen Punkt zunächst einmal den Blick gerichtet. Wohlgemerkt, wir haben jetzt hier im Vergleich immer ein Dreiwalzpflücksystem, das heißt schon ein Pflücker mit sehr intensiver Strohzerkleinerung. An dem Vergleich zum Zweiwalzensystem arbeiten wir auch noch in diesem Jahr. Und wir sehen hier im Blau zunächst einmal den Teilbereich der Bonitur-Stufe 5, das heißt die völlig intakten Stängelabschnitte oben und unten durch einen Knoten abgeschlossen, in der Mitte intakt. Und wir sehen hier, selbst beim Horizon Star 2, mit 0,4 Stück im Durchschnitt je Probe nur sehr geringe Anteile. Das heißt, die 0,4 Stück pro 3/4 Quadratmeter entspricht in etwa einem Stängelsegment alle 2 Quadratmeter im Stroh, wohlgemerkt, das intakt ist. Das sind bereits relativ gute Werte, die durch den Einsatz des Mulchers nochmal reduziert werden auf 0,1. Sprich, jede 10. Probe hatte ein solches intaktes Segment mit einem Durchmesser größer 10 mm und einer Länge von mindestens 3 cm. Aber auch der Horizon Star 3 liegt eben in diesem Bereich, einfach dadurch, dass die Abkantung an den Messern auch nochmal zu einer stärkeren Aufbereitung des Maisstrohs führt. Alle übrigen hier dargestellten Bereiche sind eben die Bonitur-Stufen 2 bis 4. Das heißt, alles beschädigte, aber nicht vollständig aufgefaserte Stängelsegmente. Und hier sehen wir schon, dass der Mulcher natürlich, wenn er nach dem Horizon Star 2 kommt, zwangsläufig auch noch einen Effekt haben muss und die Struktur nochmal verbessert. Nichtsdestotrotz, die besonders wichtigen, in Anführungsstrichen, Stängelsegmente, die intakten, werden hier zuverlässig von allen Varianten im Grunde genommen schon in diesem Fall zerkleinert. Interessant bleibt hier der Vergleich zu, sagen wir, Standardflugsystemen mit unterschiedlichen Zweiwalzentechniken. Als letzter Blick dann noch einmal zur Siebanalyse als solche. Das heißt, wir sehen hier die Verteilungssummkurve der Siebrückstände von insgesamt jetzt 207 Proben von 6 Versuchsstandorten von dem Horizon Star 2, dem Horizon Star 3 mit der Stoppelbearbeitung, als auch eben die Mulcher-Variante, die den Horizon Star 2 nochmal überlagert. Und hier sehen wir, oder zunächst einmal zum Verständnis, wenn wir hier bei einem Sieblochdurchmesser von 32 mm als Beispiel sind und gehen hoch zum Horizon Star 2, sehen wir, dass etwa 60% des Materials als Siebrückstand auf dem 32 mm Sieb zurückbleiben würde, während das hier beim Mulcher eben knapp unter 40% sind. Das Maisstroh also feiner ist beim Mulcher. So, was wir allerdings auch feststellen ist, wenn wir die rote Linie des Horizon Star 3 betrachten, dass er durchaus eine zusätzliche Zerkleinerung des Maisstrohs durch das veränderte Messerdesign durchführt. Das heißt, das Stroh kleiner macht als die Vorgängervariante, den Horizon Star 2, aber natürlich nicht an das Niveau herankommt, das man mit einem Stegelmulcher erreicht, wenn man eben das Dreiwalzensystem nochmal mit einem Stegelmulcher überlagert, was ja im Grunde genommen die intensivste Möglichkeit wäre, die man hätte. Das feinste Maisstroh, klar, beim
Schlegelmulcher in Kombination mit Dreiweizen-Pflücksystem. Interessant werden hier die Übergänge zum Zweiweizen-System. Diese liegen dann hier zwischen diesen beiden Varianten, sind etwas gröber. Dort sind wir mit der Auswertung aber noch nicht am Ende, entsprechend hier die Daten noch nicht. Aber es ist ganz klar so, von der Struktur sehr gutes Material, auch keinerlei Probleme bei der Einarbeitung und dergleichen, aber der Schlegelmulcher macht nochmal einen Ticken oben drauf. Und dann kommt es natürlich auf die einzelbetrieblichen Anforderungen an, welchen Zerkleinerungsgrad man braucht, wie viel Strommasse man wirklich hat und wie hier auch die Bodenbearbeitungssysteme und so weiter sind. Heißt kurz zusammengefasst als letzte Folie, Grundvoraussetzung, egal welches System, ist eine ebene Bodenoberfläche, um Stoppeln sicher zerkleinern zu können. Das neue Verfahren mit integrierter Stoppelzerkleinerung hat den Vorteil, unbeeinflusst zu sein von Fahrspureffekten und das Niveau auch von Schlegelmulchern dann über die Gesamtfläche halten zu können. Wir haben nur sehr wenig intakte Stängelabschnitte im Stroh. Das heißt, von Sicht der Maiszünsterproblematik sehr gut und wir können es in einem Arbeitsgang erledigen. Das Stroh selber kann aber durch einen nochmals zusätzlich eingesetzten Schlegelmulcher entsprechend nochmal intensiver aufgefasert werden. Und gerade das ist natürlich dann eine Frage, die einzelbetrieblich und regional zu beantworten ist, ob das notwendig ist oder nicht. Bei uns in unserem deutschen Bereich kommen wir sicherlich mit ein bisschen geringeren Strohartikeln immer sehr gut auch einzeln klar. Ja, insofern erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und falls Fragen bestehen, immer gerne. Ich glaube, damit haben wir gut die Zeit eingehalten. Vielen Dank, Sebastian. Ja, es ist eine Frage, ist im Chat aufgedacht, und zwar, ob der Maiswurzelbohrer auch im Stroh überwintert. Der Maiswurzelbohrer legt seine Eier in die Erde ab. Das ist so ein bisschen problematischer als der Maiszünsler, den kriegen wir über die Stoppel eher schlecht gefasst. Dann wird er ebenfalls, je kleiner die Zerkleinerung ist, getötet. Also heißt das, dass der Maiswurzelbohrer die Eier zu 100% immer in der Erde ablegt? Ich muss ehrlich zugeben, Maiswurzelbohrer ist nicht mein Spezialgebiet, weil wir diese Problematik bei uns in der Region weniger stark haben. Aber nach meinen Informationen ist überwiegende Eiablage findet im Boden statt. So ist mein Stand. Vielleicht kann der Herr Parzefeller da auch nochmal nachfragen, aber ja. Nein, tendenziell ist das eher was für den Maiszünsler als für den Maiswurzelbohrer. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Vielen Dank, Sebastian, für deinen Vortrag, für deine Auswertungen. War wieder mal sehr aufschlussreich. Ich werde mich da jetzt gar nicht lang aufhalten und gleich den Herrn Josef Parzefall für seinen Vortrag jetzt bitten. Ich denke, alle warten schon ganz gespannt, was der Maispapst aus Bayern noch zu sagen hat. Ja. Sowieso schnell und langsam. Jetzt finde ich mein. Wo sind wir jetzt schon? Die Präsentation. Ja, ich sag's. Wo man kann. Also man kann bei Bildschirm freigeben, kann man auswählen, welches Fenster man freigibt. Vielleicht dass die... zuerst einmal schnell die Sache mit der Internodienlänge. Mit der Internodienlänge. Und zwar, da war die Messung, dass in Baden-Württemberg die Internodien kürzer sind als im Norden. Jetzt haben wir es.
Geht's jetzt? Sieht man jetzt das? Nein, man sieht aber noch die. Den, ja, jetzt. Jetzt sieht man es. Vielleicht noch ein bisschen. Ja, genau, also so ist ja perfekt. Ganz ja. Kurz noch schnell die Messung mit den unterschiedlichen Internodienlängen. Das ist also ein ganz eindeutiger, oder das ist beim Mais ein Effekt der Tageslänge. Wenn man von Kiel, also Schleswig-Holstein, über Frankfurt, München bis nach Graz geht, dann werden also beim Mais, der also fiktiv an einem selben Tag gesät werden würde, die Internodien kürzer. Das ist die Kurztagsreaktion von Mais. Und hier reagieren also späte Sorten, die besser an den Kurztag angepasst sind, stärker als frühreife Sorten, die zum Beispiel eben in Norddeutschland angebaut werden. Das heißt also, die spätreifen Sorten reagieren naturgemäß stärker auf den Kurztag und haben damit auch die kürzeren unteren Internodien. Dafür machen sie auch mehr Internodien. Das kann man also, um das schon vorwegzunehmen, wir wollen ja eigentlich, und soweit ich auch ja die Ausführungen und Versuche von Herrn Dr. Meyer so kenne, er plädiert ja auch für die frühen Saattermine aus unterschiedlichsten Gründen, da sind wir uns einig. Und wenn wir heute in Niederbayern oder in Österreich den Mais früh säen wollen und dann späte Sorten haben, dann werden die Internodien unter Umständen sehr kurz. Also wenn wir das Anfang April hinkriegen, dann ist es so, dass die ersten vier Internodien unter Umständen keine 5 cm Strecke brauchen, also Stängellänge haben. Manchmal kaum mit dem bloßen Auge richtig auseinanderzuhalten sind. Nur wegen der Maisstrohbearbeitung, weil die vielleicht besser wäre, wenn die Internodien länger sind, würde ich sowas nie preisgeben. Das ist also eine ganz klare Sache. Weil die Frühsaat hat so viele Vorteile und der größte Vorteil ist, und wir sehen das heuer ganz deutlich, das ist nicht nur der höhere Ertrag, sondern vor allem die bessere Ausreife. Also das muss, wenn man es so will, das muss gehen. Das ist also das liegt in der Natur vom Mais. Dieser Tageslängeneffekt, der ist da. Und den können wir nicht irgendwie technisch oder mit Saatgut-Tiefenablage und so weiter können wir das nicht ändern. Also wenn wir den Mais früh säen wollen, dann müssen wir das akzeptieren, dass die unteren Internodien kürzer sind. Das ist so. Okay, jetzt muss ich da durchgehen. So, dann jetzt zu meinem Teil der Ausführungen hier heute. In der Überschrift, ja, ob wir jetzt aus den USA hier was lernen können oder nicht, das ist die Frage. Die Amerikaner haben ja zum Teil schon ganz andere Prioritäten. Das werden wir sehen, was bei denen im Vordergrund steht. Diese Notfüllverfahren, die ja weit verbreitet sind in den USA und die ja zunehmen, wenn auch nicht in dem Maß, wie wir es in Mitteleuropa vermuten. Also so ist es nicht. Also die konventionelle Bodenbearbeitung heißt ja in den USA, fluglos aber mit Bodenlockerung, ist immer noch die dominante Form des Maisanbaus. Unsere Ziele. Und hier unterscheiden sich die einzelnen Regionen sowohl innerhalb von Deutschland als auch dann von Deutschland im Vergleich zu Österreich. Wir haben das beim Dr. Meyer seine Ausführungen ja auch schon gehört. Der Zünsler ist in der Steiermark zum Beispiel oder in Österreich nicht von dieser Bedeutung, wie es in Deutschland der Fall ist. Und es ist in Niederbayern schon nicht diese Bedeutung, wie es zum Beispiel in Nord- und Westdeutschland der Fall ist. Trotzdem ist die Zünslerbekämpfung in Deutschland das Hauptziel der Nachbearbeitung von Körnermaisstroh. Mindestens so wichtig in den USA, das dominante Ziel ist die Strohzerkleinerung, und zwar aus mehreren Gründen. Einmal für die bessere Qualität der nachfolgenden Bodenbearbeitung. Es wird dann noch wichtiger, wenn die nachfolgende Bodenbearbeitung ohne Pflug erfolgen soll. Standard in den USA, bei uns in Niederbayern wenig oder kaum, in der Steiermark habe ich gestern gehört, doch wegen der Erosionsgefährdung auf vielen Flächen mittlerweile stärker verbreitet.
Ob das in Deutschland oder in Niederbayern oder in Südbayern stärker kommt, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe gestern mit Herrn Dr. Mayer schon kurz darüber diskutiert. Wir haben eine sehr stringente Auslegung, speziell in Bayern, der Düngemittelanwendungsverordnung, die uns bestimmte Dinge nicht mehr zulässt. Und da wird in bestimmten Regionen, also in Bayern das gelbe Gebiet, ein Anbau von Mais nach Mais sowieso nicht mehr möglich sein, weil wir dann den Zweitmais in diesen gelben Gebieten mit keinem Phosphor mehr düngen können. Also wird es nicht gehen. Dann der schnelle Strohabbau und Umsatz ist auch ein Ziel, das man nicht unterschätzen sollte. Wir haben heute dann auch gehört, Reduzierung des Fusariumbefalls, jede Vergrößerung der Strohoberfläche durch eine Zerkleinerung fördert natürlich die Rotte. Und je weiter die Rotte fortgeschritten ist, umso geringer ist der Fusariumbefall für den nachfolgenden Weizen oder auch im Falle von Österreich verstärkt von Mais. Und dann ein Faktor, der natürlich ganz klar zum Beispiel für das Pluglos spricht, Mais auf Mais, das ist der Erosionsschutz. In USA ist im Übrigen der Haupt Zielrichtung, was Erosion betrifft, die Winderosion und nicht die Erosion, die wir zum Beispiel durch Starkniederschläge haben. Wenngleich, wenn man jetzt die Witterung in den USA sieht, die haben natürlich auch Starkregen, aber nicht diese Hanglagen, wie wir sie kennen. Also hier geht es um Windererosion, bei uns geht es um Wassererosion. Das sind eigentlich die Ziele und ich würde auch dafür plädieren, speziell in Südbayern oder in Süddeutschland, die Zünslerbekämpfung, die sollte eigentlich nicht unbedingt die Priorität haben, denn es gibt also mindestens gleichwertige Ziele, die wir mit der Nachbearbeitung erreichen wollen. Welche Probleme haben wir jetzt in der Praxis, wenn es um die Nachbearbeitung geht von Körnermaisstroh? Zum einen, und das ergibt sich fast zwangsläufig, hoher Ertrag ist das Ziel, heißt in der Regel muss ich betonen, auch eine sehr hohe Strohmenge. Also wir haben am ersten Vortrag gehört, wir reden also hier jederzeit über 140, 150 Dezitonnen Trockenmasse als Stroh. Wir haben sowieso mittlerweile bei den Erträgen, die jetzt realistischerweise erreichbar sind, ziemlich niedrige, also günstige Harvest-Indexwerte. Also wir haben für diese Strohmenge relativ hohe Kornerträge. Die Züchtung geht hier weiter. Also wer die Neuigkeiten auf dem Maissektor ein bisschen verfolgt, vor 2 Monaten, denke ich, war das, hat Monsanto in Neumexiko, Wüste eigentlich, logischerweise gentechnisch veränderte Maispflanze vorgestellt mit 25% weniger Stroh und damit auch 20% weniger Wasserverbrauch und einen Sprung gemacht in der Verbesserung des Harvest-Indexes. Also die Sorte werden in 2 Jahren in den USA auf den Markt kommen. Also das wird, wie sagt man in der Medizin, ein Blockbuster. Haben die geschafft, ist mit klassischer Methodik bisher nicht in der Geschwindigkeit zu erreichen. Allerdings müssen wir auch sehen, dass es immer wieder Situationen gibt oder Momente, wo vergleichsweise kurze Pflanzen oder kurze Sorten trotzdem Spitzenerträge bringen können. Also das ist nichts Neues. Es gibt eigentlich keine so ganz extrem starke Korrelation zwischen Länge von Mais und Ertrag, wenngleich man sagen muss, es gibt ja einen Kernsatz von einem Professor Tollener, das ist also der kanadische oder in Kanada sitzende Maispapst, wenn man so will, der sagt, der Maisertrag ist Richtung Norden, wenn wir jetzt Norden mit Norddeutschland gleichsetzen, sinklimitiert, also der Mais legt also im Norden einen zu kleinen Kolben an und im Süden, Richtung Süden, also Richtung kurzer Tag, ist der Maisertrag source-limitiert. Das heißt also, es ist die zu geringe Lieferung von Assimilaten durch hohe Photosynthese, die also hier den Mais begrenzt.
2021 ist das Jahr, wo der Mais schwach mit Assimilaten versorgt wird. Deswegen werden wir zum Beispiel in Südbayern heuer Erträge haben, die zum letzten Mal 2010 so schlecht waren. Dann neben der hohen Strommenge ein weiteres Problem, dass wir stärker Richtung Norddeutschland haben und praktisch gar nicht in den USA. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir haben, und das hat man auch in den Bildern gesehen von Herrn Schneider und jetzt von Herrn Ramm, in Norddeutschland wird Mais praktisch immer mit grüner Restpflanze gedroschen. Sowas ist in den USA unmöglich. Wird heuer natürlich 2021 im ganzen Donauraum eher die Regel sein, vielleicht die Ausnahmen in der Steiermark, wo der Mais natürlicherweise besser ausreift. Das ist ein großes Problem. Also wir dreschen den Mais eigentlich oft noch mit intakter Restpflanze und da hat man automatisch Probleme mit der ganzen Nachbearbeitung. Dass sich dadurch oder dass diese Restpflanze einen völlig intakten turgeszenten Stängel, vor allem in den unteren Internodien, noch hat unterhalb des Kolbens, das ist eigentlich logisch. Das weitere Manko oder Problem, das kennt jeder, niedergefahrene Stoppeln, brauche ich nicht drauf eingehen, haben wir gerade schon ein paar Bilder gesehen. Was bei uns die Regel ist, außer jetzt 2018 oder 2019, ist, dass wir es wird heuer wahrscheinlich sicher so sein, Ernte bei feuchten, nassen Bedingungen im Spätherbst, möglicherweise heuer, schon lange nicht mehr im Dezember. Dann Lager bei Mais ist aus meiner Sicht natürlich vor allem eine Sortenfrage, aber auch eine Frage vom Sortimen. Frühsorten mit unteren, kürzeren Internodien sind standfester. Auch hier wieder der Vorteil der Frühsort. Dann natürlich, jeder sieht oder ist manchmal sogar verärgert über den hohen Zeit- und Energieaufwand für den extra Arbeitsgang mulchen. Also keiner macht es gerne. Also ich habe letztes Jahr auch noch ein Drittel der Fläche des Mulchen aufgehört und habe gesagt, das ist es nicht. Das ist eigentlich, wenn aus meiner Sicht, auch wenn die Zahlen für das Nachmulchen sprechen, was den Zünsler betrifft, so ist das Mulchen in meiner Sicht eigentlich für die Praxis keine so gute Lösung. Oder sie wird einfach nicht so akzeptiert, weil man den Aufwand sieht. Und dass der Verschleiß dementsprechend hoch ist, das ist in der Logik der Sache. Was haben wir dann für Zielkonflikte eben, die sich hier ergeben? Wir wollen oder wir sollten beim Mais eine maximale Ausreife anstreben. Das heißt, entweder haben wir späte Erntetermine oder wir müssen frühe Sorten anbauen, die besser ausreifen, dann verzichten wir aber auf Ertrag. Zumindest in bestimmten Regionen, oft aber auch in bestimmten, vor allem in warmen Jahren. Also das ist, glaube ich, schon einer der wesentlichen Zielkonflikte. Heuer 2021, wenn ich jetzt einmal die Steiermark oder das Burgenland ein bisschen rausnehme aus der Problematik, in allen anderen Gebieten werden wir heuer so späte Erntetermine haben, wenn wir also nicht vorzeitig trotzdem ernten, wie eben seit 2010 nicht mehr. Es gibt sogar Parallelen, wettertechnisch gesehen, zu dem Jahr 1980 und zu dem Jahr 1996. Also wir haben heuer sicherlich da am Schluss des Vegetationsjahres nochmal eine richtige Herausforderung. Und das ist dann spannend zu sehen, wie bei so späten Ernteterminen dann Stroh noch nachbearbeitet wird, wenn es nicht anders geht, als wie mit einem Mulcher. Also wir werden darauf kommen, das ist dann der klassische Fall, wo man sagt, wenn der Pflücker das macht, dann ist ja das alles kein Problem, wann die Ernte passiert. Separate Arbeitsgänge, also Mulchen und dann, wie es in Deutschland, eher auch noch in Oberösterreich natürlich die Regel ist, wenn Winterweizen nachfolgen sollte, haben wir immer ein sehr kurzes Zeitfenster und ich erinnere da an den letzten Herbst. Es waren oft nur ein, zwei Tage
ja, regenfrei, so muss man sagen. Erst wieder im November wurde das besser, weiterhin im November. Und hier ist es dann sehr ärgerlich, wenn man extra mulchen muss. Und das Zeitfenster bis zum nächsten Regen wird kürzer und man schafft die Weizenaussaat nicht mehr. Also das ist natürlich in Deutschland eines der größten Kritikpunkte für den extra Arbeitsgang mulchen. Gut, fluglose Bodenbearbeitung und Fusarium befall der nachfolgenden Kultur ist kann man über die Sorten lösen, sowohl beim Mais als auch beim Getreide. Das würde ich jetzt nicht hochhängen, zumal also bei guter Zerkleinerung des Maisstrohs wegen der größeren Oberfläche und der besseren Umsetzbarkeit vom Stroh der Befall gar nicht so groß sein muss. Also das ist ein Reflex zum Beispiel in der durchaus in der bundesdeutschen Offizialberatung. Mais und Fusarium gehört irgendwo zusammen. Große Diskussionen darüber werden nicht gerne geführt. Schon gar nicht, wenn man also Mais fluglos eine Folgekultur stehen hat. Was aber zu beachten ist, ist durchaus bei fluglos Mais, dass das Ertragsniveau der nachfolgenden Kultur, vor allem auch von nachfolgenden Mais, nicht in allen Regionen dem entspricht, was man gerne hätte. Also das wäre ein Punkt für sich. In USA gibt es hier also keine großen Unterschiede zwischen konventionell und No-Till, also gar nicht den Boden zu bearbeiten. Im wesentlich winterfeuchteren Klima Mitteleuropas ist es schon ein Thema. Also fluglos Mais nach Mais funktioniert in Mitteleuropa nicht überall. Also das muss man wissen und es funktioniert auch nicht in allen Jahren. Also am besten immer noch in Trockenjahren oder wenn das vorhergehende Jahr ein Trockenjahr war und dann fluglos hinterher die nächste Kultur, sprich den nächsten Mais, dann ist das okay. War das ein Feuchtjahr, so wie Stand der Dinge jetzt, auf schweren Lehmböden, dann hat die nachfolgende Kultur, vor allem dann, wenn es Mais ist, schon ein Problem auf schweren, tonigen oder lehmigen Böden, weil einfach der Boden zu fest ist. Da braucht man gar nicht über die Fahrspuren dann noch diskutieren, er ist grundsätzlich dann eher zu fest in nassen Jahren auf schweren Böden. Zielkonflikt Nummer 4, stroharme Bestände, ja, widerspricht bis dato in den meisten Fällen dem Ziel, hohes Ertragspotenzial vom Mais zu machen. Wie gesagt, trotzdem gibt es Sorten, die mit wenig Stroh innerhalb ihrer Reifegruppe, ich muss mal schon immer die Reifegruppen für sich sehen, trotzdem solche Typen, die hohe Erträge machen können. Es gibt also dazu Beispiele, meinetwegen im frühen Bereich ein KWS Gustavius als neue Sorte ist relativ kurz und ertraglich unter den frühen Sorten vorne dabei. Ein DK3939 ist in seiner Reifegruppe eine der kürzeren und kann Leistung oder Zeitleistung oder im späten Bereich. Ein DK5068 ist auch einer der kürzeren und kann vorne mit dabei sein. Also das ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass also kürzere Pflanzen schlechteren Ertrag haben. Der letzte Zielkonflikt, starke Ausreife der Restpflanze und sichere Standfestigkeit bis zu einer wahrscheinlich oder angestrebten späten Ernte. Also das ist schon ein Punkt, der eine große Rolle spielt, der meines Erachtens in Deutschland, in Österreich weniger oder gar nicht, in Deutschland eigentlich nicht beachtet wird. Wir haben nämlich in Deutschland das Problem und das ist der entscheidende Unterschied zu Österreich. Österreich ist Körnermais dominiert mit, Herr Dr. Mayer, korrigieren Sie mich, aber wahrscheinlich 85% Körnermaisanteil und bei uns ist genau umgekehrt. Wir haben 85% Silomais und diese Bonituren, wie lange Maissorten stehen bleiben können, die sind in Deutschland bei weitem nicht so umfangreich zu haben, als wie das in Österreich oder meinetwegen auch in Frankreich der Fall ist. Das kann bei uns eigentlich nur immer wieder die Praxis feststellen, welcher bis zum Schluss wirklich stehen bleibt. In den USA gibt es ja diesen Ausdruck Stiff Stalk Genetik. Das heißt also, die Stiff Stalk
bezeichnet einen Mais, der eine völlig leere Restpflanze hat, alles rausgenommen hat und trotzdem sicher stehen bleibt. Also im schlimmsten Fall muss der einen Schneesturm aushalten. Das ist Stiff Stalk. In den USA gibt es viele Sorten, die das können oder können müssen. Bei uns, die Sorten gibt es wahrscheinlich sicher auch, aber diese Herausforderungen, diese Anforderungen werden also speziell in Deutschland zu selten gestellt, in Österreich eher. In Osteuropa ist es ein größeres Thema, weil wir hier andere Voraussetzungen haben und die Ernte zum Beispiel in der Ukraine bis in den Januar reingeht. Also die brauchen eigentlich eher diese Genetik. An der Stelle kann ich sagen, also von den Zahnmaiszüchtern ist Dekalb wahrscheinlich der die Stiffstock-Genetik am stärksten in den Sorten drin hat. So, welche Lösungen gibt es hier? Wie können wir das besser hinkriegen, damit auch die Nachbearbeitung nach dem Drusch besser ist? Also ich würde, wie ich schon betont habe, den Punkt oder das Ziel frühe Aussorten und frühe Feldaufgänge niemals irgendeinem anderen Punkt opfern. Auf gar keinen Fall, weil dann haben wir einfach einen schlechteren Ertrag in den meisten. Das gilt im Süden wie im Norden. Wir brauchen eine bessere Ausreife. Also das gilt, je weiter nach Norden was wir gehen, umso stärker gilt es. Das heißt insgesamt auch eine bessere Belichtung der Bestände. Da spielt jetzt der Sortentyp mit herein. Aber wir wissen eben auch, dass nach frühen Feldaufgängen generell die Belichtung im Bestand wesentlich besser ist als nach späten Feldaufgängen. 2021 ist ein Paradebeispiel für diesen Zusammenhang. Und die Reifeunterschiede und die Ertragsunterschiede im Herbst werden hinsichtlich des Saattermins gigantisch sein. So wie in diesen zitierten Jahren vorher schon. Wir brauchen eine nochmals verbesserte Standfestigkeit, vor allem bis zu späten Ernteterminen. Und hier eigentlich im Gegensatz zu dem, was, glaube ich, Herr Schramm eher gemeint hat, wir sollten, oder vielleicht habe ich es auch missverstanden, dass er Wert legt auf längere untere Internodien, damit also der Schlägelhäcksler, also der Pflücker besser arbeitet. Verbesserte Standfestigkeit kriege ich eigentlich nur durch kürzere untere Internodien. Das heißt, es ist eben der Effekt des früheren Feldauffangs bei einer kürzeren Tageslänge. Damit haben wir auch immer verbunden, das gibt sich die Hand, einen größeren Stängeldurchmesser. Also der Pflücker, meinetwegen dann auch der Mulcher, aber in erster Linie hier der Pflücker, kommt mechanisch an ein ganz anderes Material, wenn dieser Mais, wenn ich jetzt im Donauraum bleibe, am 15. April aufgelaufen wäre, als wie am 5. Mai. Völlig unterschiedliche Situation. Der früher aufgelaufene hat einen wesentlich größeren Stängeldurchmesser und der Stängel ist insgesamt auch robuster, stabiler und fester. Das muss man wissen. Also wenn man irgendwelche Versuche und Messungen in Norddeutschland macht, dann ist das ganz eine andere Liga, als wenn ich das in Niederbayern oder gar in der Steiermark mache. Weil nach Süden zu der Stängeldurchmesser einfach zunimmt, weil die Feldaufgänge früher sind und der Tag kürzer ist. Wir kriegen eine verbesserte Standfestigkeit durch eine frühere Aussaat oder Aufgang, auch durch eine Verschiebung der pflanzlichen Inhaltsstoffe. In dem Sinne, dass bei früheren Feldaufgängen die Zellulose oder die Hämozellulose mehr wird. Das resultiert in erster Linie auch eben von der besseren Belichtung. Zellulosen sind nichts anderes als Stärke. Das ist ziemlich ähnlich. Wir haben auf der einen Seite bei der Stärke eine Alpha-Glucose, die verkettet wird, und bei den Zellulosen haben wir Beta-Glucosen. Also das ist nur eine kleine chemische Gruppe an einer anderen Stelle vom Glucosemolekül. Und in dem Moment, wo die Bestände besser belichtet werden, haben wir auch mehr Zellulose und vor allem auch mehr Hemizellulose. Und damit wird der Stängel elastischer. Aber, das muss man wissen, im Vergleich zu Lignin, leichter bearbeitbar.
Und die bessere Stammfestigkeit muss natürlich auch herkommen durch eine bessere Wurzelgesundheit. Und hier wiederum spielt die bessere Belichtung der unteren Blätter nach frühen Feldaufgängen eine entscheidende Rolle. Das ist ein ganz entscheidender Punkt beim Mais. Die Wurzellebensdauer, also wann eine Restpflanze oben abstirbt, hängt nur damit zusammen, wie lange lebt die Wurzel. Und die Wurzel lebt so lange, solange die unteren Blätter Assimilate an die Wurzel liefern. Wenn man sich die Situation, das Wetter jetzt draußen anschaut, dann kann man ja ahnen, wir haben momentan noch grasgrüne Bestände in Niederbayern. Wenn es hier 2 Wochen Sonne hat, dann wird man merken, wie schnell das zu Ende geht, weil einfach die unteren Blätter zu lange zu schwach belichtet wurden. Und das ist ein entscheidender Vorteil auch der frühen Aussorten, dass einfach die Belichtung im unteren Bestandesbereich besser ist. Und damit ist die Wurzellebensdauer bei frühen Feldaufgängen ganz eindeutig länger und besser. Und im Übrigen, der Herr Mayer hat schon angesprochen, der Mais gibt ja sehr viele Wurzelexudate, also kohlenstoffhaltige organische Verbindungen, während seiner Vegetation an den Boden ab. Wie viel er tatsächlich abgibt, hängt ganz entscheidend auch davon ab, wie viel Assimilate werden von den unteren Blättern an die Wurzel geliefert und wie lange ist das möglich. Also alleine hier gibt es scheinbar einen Unterschied zwischen früheren und späteren Sorten. Das können 30-40% mehr Wurzelexudate während der Vegetation sein zwischen einem, was sage ich jetzt, einem KWS Gustavius und einem DK5065. Also wir reden hier um riesige Mengen, die sich alleine daraus ergeben. Mulchsorten als Lösungsansatz ist klar, weil die Tragfähigkeit der Böden besser ist und damit also diese Spurbelastung nicht ganz so stark ist. In den USA ist zum Beispiel bei der Ernte die Doppelbereifung von Mähdreschern Standard. Jetzt nicht unbedingt die Raupe, weil es in den USA ja oft trockener ist in der Maisernte. Heuer vielleicht nicht überall, außer in den Nordplains, da ist Sahara. Also da kannst du mit einem Panzer fahren, da machst du auch keine Spur mehr. Raupenlaufwerke sollen dann so sein, dass sie nicht breiter sind als die 75 cm und dann bestmöglicherweise zwischen den Reihen laufen. Dann wäre das ideal. Gut, wurzelgesunde Sorten schauen wir eigentlich laufend drauf. Es gibt hier einen wesentlich größeren Komplex, als viele vermuten. Auf der einen Seite Rhizoctonia-Toleranz, dann natürlich Fusarium. In USA zum Beispiel wird nur diskutiert über Anthracnose diplodia, diese Krankheit. Es ist also die schlimmste Krankheit in den USA mit den meisten Ertragsverlusten. Und auch Verticillium, also Krankheiten, die wir bisher beim Mais nicht diskutiert haben, werden aber mehr, wenn wir mehr Mais in der Fruchtfolge haben oder wenn auch mehr Mais pfluglos ausgebaut. Dann als weiteren Punkt, der sich ergibt, wenn wir die Restpflanze maximal ausreifen lassen. Wir wollen natürlich Sorten mit einem bestmöglichen Dry-Down, weil die am Schluss ja auch die Restpflanze am schnellsten und am stärksten leer machen. Es geht im Prinzip nur mit der Denkgenetik. Über Flint an dieser Stelle zu reden, glaube ich, bringt uns überhaupt nicht weiter. Und es gibt Beispiele, die dann tatsächlich das Korn sehr weit ausreifen lassen können und gleichzeitig die Restpflanze leer haben und aber stehen bleiben. Also diese Zielsetzung, da habe ich ein paar Beispiele, die sehr bekannt dafür, DK3939, in Frankreich neue 3796, auch eine eher frühere Sorte, Gustavius in Niederbayern. Und dann ein paar neue, so im 260er, beziehungsweise Österreich wird 4109, wenn er zugelassen wird, wahrscheinlich so 330 sein. Simone in Österreich, Absolute in Österreich oder die Sissi in Österreich sind also Sortentypen, die also dieses Ziel widerspiegeln. Mulcharbeit sollte natürlich, und das wird ja in der Regel auch versucht, dass man das hinkriegt, immer sofort nach dem Drusch. Letzten Herbst in Niederbayern zwar vielleicht kurz möglich, aber dann mit dem Problem, dass man in der kurzen Zeitspanne keinen Weizen oder keine Bodenbearbeitung mehr machen konnte, bevor der nächste Regen kommt.
Ein Ansatz, und das ist USA, keinermals noch keinermals fluglos. Und man lässt praktisch die Strohbearbeitung dem Wetter machen über den Winter. Das wäre natürlich alles viel effektiver, aber wie gesagt, ist dieses System nicht für alle Lagen und Standorte geeignet. Ich würde es gern machen in Bayern, ist ganz klar. Ich rede die ganze Zeit eigentlich schon davon, aber es wird uns wahrscheinlich nicht möglich sein, weil wir diese Bestände, also wenn Mais nach Mais fluglos steht, nicht so düngen können oder dürfen, wie es eigentlich sein sollte. Das wird daran scheitern, kann man eigentlich jetzt schon sagen. Wenn man jetzt dann schaut, wie sind die unterschiedlichen Erfahrungen, das ist für manche nichts Neues, wie man also Maisstroh managt oder bearbeitet. Ich kenne ein paar Betriebe, die den Horizontstar seit letztem Herbst haben. Und wenn man jetzt so sagt, wo sind die Vorteile? Es liegt eigentlich auf der Hand. Bei späten, sprich oft nassen Erntebedingungen, ich spare mir einfach den extra Mulchgang. Ist ein klarer Vorteil, wenn man stark ausgereifte Maisbestände bekommt, dann erübrigt sich jede andere Nachbearbeitung. Dann haben wir eigentlich eine Situation fast wie in den USA. Dann ist auch jede nachfolgende Bodenbearbeitung überhaupt kein Problem. Und auch pfluglos Weizen zu säen, ist dann kein Problem. Es ist aus meiner Sicht die einzige wirklich brauchbare Maßnahme, um auch mit sehr viel Stroh fertig zu werden. Im schlimmsten Fall langsamer fahren, aber ich kenne es, wenn 140, 150 Doppelzenten Strohthemen durch einen Mulcher durch müssen. Das ist eigentlich vom Aufwand her noch viel höher anzusehen. Es ist natürlich dann die ideale Lösung, wenn wir diesen ausgereiften Mais sowohl vom Jahr, von der Sorte oder vom Standort her haben, also dann gibt es aus meiner Sicht keine logischere Lösung. Wir haben schon angeschnitten gehabt, gleichmäßige Verteilung des gemulchten Strohs, das ist wie beim Getreide auch. Das geht nur, wenn der Mulcher praktisch im Häcksler, im Pflücker integriert ist, dann bleibt das Stroh dort, wo es gewachsen ist. Das ist eigentlich immer eine Zielsetzung und da muss ich mir hinterher um die Verteilung sowieso nicht kümmern. Die besseren Effekte der nachfolgenden Bodenbearbeitung, vor allem wenn es eine Pfluglosbearbeitung ist, es liegt auf der Hand. Was als Nachteil oder vielleicht als nicht so günstig zu sehen ist, natürlich ist der Kraftaufwand höher, ich muss aber das immer vergleichen mit dem Mehraufwand durch einen Arbeitsgang Mulchen oder auch andere Bodenbearbeitungsgeräte. Wir brauchen schwerere Mähdrescher bzw. PS-stärkere Mähdrescher, das ist auch schon erwähnt worden. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Problem der überfahrenen Stängeln, die dann gemulcht werden sollen, nicht mehr. Das ist auch so ein Hauptkriterium. Was manchmal nicht erwähnt wird, ist vor allem unter nassen Bedingungen, ob Spätherbst oder in einem nassen Jahr, wie letztes Jahr im Herbst, dass ein gemulchter Strohteppich vor einem Fahrwerk natürlich für das Mähdrescherfahren selbst schon ein Vorteil ist. Also ist ein Unterschied, ob der Reifen auf Stroh läuft oder ob er mit dem nassen Boden direkt Kontakt hat. Und zwar ein beträchtlicher Unterschied. Wird gerne nicht erwähnt, ist aber so. Wann ist der Horizont Star am Limit? Also wenn wir tatsächlich spätreife Bestände haben, die nicht ausgereift sind, mit einem voll turgestenten, voll intakten Stängel, dann kann auch dieser Pflücker durchaus einmal ans Limit kommen. Das sind dann die klassischen Hochertragsjahren in zu kühlen Jahren. Also sowas gibt's. Dann ist es aber trotzdem so, dass der Mulcher vom Aufwand her trotzdem schlechter abschneidet, weil der einfach dann noch mehr kann. Grundsätzlich kann man sagen, nach den ersten Erfahrungen, die ich so kenne, sind die Verschleißkosten nicht höher, sondern eher niedriger als mit Mulchgeräten. Die Mulchgeräte selber kennt eigentlich jeder. Hoher Zeitbedarf stört jeden, vor allem wenn Zeitdruck ist, wie in nassen Herbsten. 2018, wenn alles sehr trocken ist, naja, ist egal.
Wir haben eine frühe Ernte, wir haben einen trockenen Boden, es regnet sowieso nicht, dann juckt es keinen. Aber letztes Jahr war das glatte Gegenteil. Wir haben hier bei den Mulchgeräten, wenn man ehrlich ist, die höchsten Hektarkosten, das ist keine Frage, das kann auch keiner abstreiten, sowohl was den Zeitbedarf betrifft, die Maschinenkosten und die variablen Kosten, hängt natürlich mit dem relativ hohen Verschleiß zusammen. Dieser Verschleiß ist umso höher, vor allem bei hoher Bodenfeuchte, bindige Böden, weil wir die Mulcher kaum so einstellen können, dass sie nicht in den Boden gehen. Wenn die Bearbeitungseffekte gut sein sollen, dann haben wir das Problem der tiefen Vorspuren, auch wieder vor allem bei feuchten Böden im Spätherbst. Dann ist der Verschleiß auch sehr hoch bei sehr hohen Strommengen und eben voll intakten Stängeln bei gesunden Sorten, die aber nicht ausgereift sind. Dass bei den überfahrenen Stängeln die Wirkungsverluste groß sind, das haben wir in dem Vortrag von Herrn Rammer gerade vorhin gesehen. Das ist nicht neu. Da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Und dann schauen wir uns noch, die sagen, ja, der Unterschied Hammermesser, Y-Messer ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Y-Messer machen nur Sinn bei einem völlig dürren Stroh, also praktisch ein krankhaft abgereifter Mais, der bei der Bearbeitung keinen Widerstand hat. Dann gehen Y-Messer auch, ansonsten sind sie einfach zu schwach und auch zu schlecht in der Bearbeitungsleistung, sprich Stängelzerstörung. Bei festen, intakten Stängeln, die turgeszent sind, brauchen wir die Hammermesser, die entsprechend einen deutlich höheren Kraftaufwand und auch Verschleiß von haben als die Y-Messer. Eigentlich wären die Mulcher, wenn überhaupt, interessant, wenn man das Stroh über den Winter liegen lässt und dann im Frühjahr mulcht. Und gut, dann die Messerwalzen wird in Deutschland viel rumprobiert. Meine Meinung zu Messerwalzen, Scheibenmägen im Mittel der Jahre. Ich streite nicht ab, dass die in Trockenjahren mit 2018 gute Effekte haben, aber auch nur dann. Meine Meinung ist, für die Mais Stroh Nachbearbeitung im Herbst ist das eine Spielerei und das können wir uns schenken. Also da bin ich ganz offen. Ich halte davon eigentlich nichts. Es gibt so viele unterschiedliche Geräte. Irgendwo ist ein jedes vielleicht irgendwo gut, vielleicht unter bestimmten Situationen. Aber eine grundsätzliche Aussage vom Bearbeitungseffekt ist pauschal nicht möglich. Und das ist eigentlich der entscheidende Nachteil. Wenn man es genau nimmt, funktionieren sie bei trockenen Böden, in trockenen Jahren. Dann, das haben wir gesehen in den diversen Ergebnissen, 2018 waren sie gut und 2019 auf den gleichen Standorten bei feuchten Böden oder 2020 hatten sie keine Chance und dann kannst du dieses Teil eigentlich abhängen, das bringt nichts. Also dies scheidet aus meiner Sicht aus, man hat zwar hohe Leistung, aber das rechtfertigt die schlechte Wirkung auf die Stängelzerstörung. Zuletzt noch ein paar Punkte, eben dieser Knackpunkt Restpflanzen ausreife. Sie hat meiner Ansicht nach den stärksten Einfluss auf die Strohbearbeitung. Es gibt diese stark positive Korrelation Ausreifeertrag, vor allem natürlich in der Dentgenetik, nicht so sehr bei den Flints. Hartmais ist mehr für den nord- oder nordwestdeutschen Bereich. Noch, weil auch hier macht die Zahnmaisgenetik seinen Weg. Wir haben also weniger jetzt in Österreich, aber in Deutschland schon immer wieder den Kampf oder den Zielkonflikt, auch mit der Offizialberatung, lange Ausreife von Körnermais, späte Ernte, was wir anstreben aus eben diversen Gründen. Und die Frage, was passiert mit der nachfolgenden Weizenaussaat, gibt es dazu Alternativen? Das ist auch bekannt, die Alternative wäre die unter Umständen die Sojabohne. Jetzt mache ich kein Geheimnis aus meiner Meinung, in Niederbayern werden heuer 50% der Sojabohne gar nicht geerntet, weil es nicht geht. Also dann ist da sofort wieder ein Dämpfer drauf. Es ist in Deutschland leider so, dass Spätsaat von Winterweizen für viele eher die Ausnahme ist oder ein notwendiges Übel. Für einen Körnermaisanbauer
der das Ertragspotenzial von Mais kennt, für den ist es allerdings immer wieder eine Pflichtaufgabe oder erkennt oder eine Standardsituation. Er kennt im Prinzip nichts anderes. Deswegen ist diese Frage dem, wenn man so will, der Praxis selbst überlassen, sie zu beantworten oder sie zu lösen. Von irgendwelcher anderen Seite hat man hier in Deutschland zumindest keine Unterstützung. Das ist in Österreich, so wie ich sehe, anders. Das Ziel ist aber die ausgereifte Restpflanze, der maximale Ertrag. Und was sich dann eigentlich automatisch ergibt in vielen Fällen, ist die beste Eignung für Strohbearbeitung. Und das heißt also, ich könnte mir schon vorstellen, aber nicht in Deutschland, weil in Deutschland der Körnermais nicht die große Rolle spielt, dass man vielleicht sogar mal sagt, wie es in den USA der Fall ist, es wird also bei der Sortenbeurteilung der Faktor ja, Stroh, Erntemanagement schon beachtet. Bei uns ist das hier momentan eigentlich kein Thema. Also das heißt, der Sortentyp, der hier Vorteile hat, müsste dann eigentlich einen gewissen Bonus bekommen, weil die mögliche Technik hier leichter und effizienter eingesetzt werden könnte. Die Praxis würde das meiner Meinung nach, also der Körnermaisbetrieb, der spezialisierte Körnermaisbetrieb würde das meiner Meinung nach jederzeit akzeptieren. Und man sieht auch das immer wieder an den Sorten, dass also solche Sortentypen, die sich hierfür besonders eignen, durchaus einen gewissen Bonus haben. Vielleicht aus aktuellem Anlass auch noch ein paar Punkte zur Ausreife. Also ich habe schon zweimal angeschnitten. Wir haben eines der zumindest also Deutschland, Bayern, Oberösterreich, wenn man das einmal zusammennimmt, haben wir eines der spätesten Maisjahre seit 1980. Es gibt nur 3 Jahre, die in der Sonnenscheindauer und in der Temperatursumme zusammen schlechter waren. Die habe ich genannt. Also von daher gesehen wird das heuer sowieso Casino-Spiel in meinen Augen. Wer die Nerven hat, den ausreifen zu lassen, der wird wahrscheinlich belohnt werden, aber er braucht gute Nerven. Das kann man an der Stelle jetzt schon sagen. Und die Ausreife kann man schon interessanterweise vergleichen. Wir haben also innerhalb von 3 Jahren die krassen Gegensätze 2018. Da wäre selbst in Ostdeutschland ein Mais nach österreichischer FAO mit 400 reif geworden und heuer vielleicht einer mit österreichischer FAO 270. Also so schaut das aus. Was wichtig ist für die Ausreife, nicht nur vom Korn, sondern auch für die Restpflanze, dass die leer wird, sind eben Termin und Bedingungen zum Feldaufgang. Auch hier die Jahre 2018 vor allem, 2019, 2020 versus 2021. In den 3 Jahren frühe Feldaufgänge bei Sonne und Wärme und heuer in vielen Fällen Feldaufgänge später bei relativ kühlen Bedingungen und, was wichtig ist, eher sonnenscheinarm oder bei bedecktem Wetter. Also krasser Gegensatz, und den werden wir bei der Reife und des Korns und auch in der Restpflanzenabreife spüren, es sei denn, die Restpflanze wird jetzt am Schluss krankhaft reif. Da haben wir aber alle nichts davon. Ausreife hängt auch mit Blühtermin zusammen, der war heuer auch später. Da muss ich jetzt vielleicht im Detail nicht drauf eingehen. Ausreife hängt auch vor allem zusammen, wie viele Körner ein Kolben überhaupt anlegt und wie groß das TKG-Potenzial ist. Und hier geht es eigentlich um die Wachstumsrate, also Fachbegriff USA, CGR ist Corn Growth Rate, also Wachstumsrate des Korns im Stadium R2 bis R3. Das ist Stadium R2, ist in den USA das Bläschenstadium, kennen wir, wer Mais genau anschaut. Das ist das Stadium, wo der Mais am Kolben die weißen Bläschen hat. Da ist noch nicht entschieden, ob diese Körner zu wachsen anfangen später oder einlagern. R3 ist das Milchstadium, die Milch, also wo die Milch im Korn ist. Und hier ist eigentlich Körner, die milchig werden, wachsen weiter. Und wenn wir hier eine hohe Wachstumsrate haben bei hoher Assimilationsleistung, also bei Sonne, dann haben wir auch später eine bessere Ausreife, sowohl vom Korn als auch von der Restpflanze. Entschuldigung, Herr Watzefall, wir haben jetzt schon
Mehr als eine Viertelstunde überzogen. Also wenn es möglich ist, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen zügiger vorangehen, da kommen wir noch ganz schnell abschließen. Ja. Krankheiten habe ich angesprochen, Ausreife, die wir unbedingt ja fördern wollen. pH-Milieu an der Wurzel ist so eine Sache beim Mais. Herr Dr. Meyer hat was über die Düngung angesprochen. Da sehe ich in Deutschland noch mehr Bedarf, das zu verbessern beim Mais als wie in Österreich. Das ist so. Und da geht es in erster Linie auch um das pH-Milieu an der Wurzel. Jetzt weiter brauche ich gar nicht drauf eingehen. Mais mag es einfach eher sauer und wir haben in Niederbayern immer diese großen Probleme mit der Maisausreife auf sehr basischen alkalischen Böden. Ist ein Kapitel für sich, muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wurzellebensdauer habe ich schon genannt, hängt mit dem Auflauftermin zusammen. So, und dann zuletzt die Nährstoffe natürlich, die die Ausreife und damit die Bearbeitbarkeit vom Stroh auch beeinflussen. Ich darf den Mais nicht mit Stickstoff überdüngen, gar keine Frage. Das haben wir im ersten Vortrag auch schon gehört, dass das herausgehoben worden ist. Das ist richtig. Aber was heuer wieder ins Auge fällt, es ist ja nicht nur der Stickstoff, der einen Einfluss hat, und zwar auf die Ausreife, wenn er zu viel ist, einen negativen, sondern es ist heuer speziell wieder auf in Südbayern, ja, auch sicher in Teilen Oberösterreichs. Es ist der Phosphor und damit die Phosphatverfügbarkeit. Wir haben beim Getreide gesehen, dass bei Phosphatmangel die Erträge und die Qualitäten abstürzen. Und wahrscheinlich werden wir beim Mais das Gleiche erleben. Bei Phosphatmangel oder schlechter Verfügbarkeit, selbst wenn der Bestand momentan perfekt dasteht, man würde es nicht vermuten, man schafft es nur über Kolbenblattanalysen das herauszufinden. Wir haben dort, und das kann ich sagen aus den Ergebnissen vom August jetzt, dort, wo wir zu wenig Schwefel gedüngt haben auf alkalischen Böden, haben wir ein Riesenproblem mit dem Phosphat gehalten. Und dann, wenn die Belichtung so schlecht ist wie heuer, kriegen wir diese Ausreife einfach nicht hin. Das wollte ich nochmal herausheben. Das andere ist schon einmal angeklungen. Ansonsten war das jetzt von meiner Seite die Thematik Strohmanagement etwas beleuchtet. Ich sehe es natürlich mehr von der pflanzenbaulichen Seite, weil ich die Priorität, das haben Sie gemerkt, muss einfach sein, dass wir natürlich ertragsmäßig auf nichts verzichten wollen, gerade jetzt in der Hochpreisphase. Wie lange die anhält, wissen wir nicht. Und da hat sich eigentlich die Technik nach dem Ertrag zu richten und nicht umgekehrt. Also ich bin nicht bereit, auf Ertragspotenzial zu verzichten, bloß damit wir vielleicht die Technik oder die Stroh besser bearbeiten können oder den Zünsler vielleicht besser bekämpfen können. Das wäre es einmal soweit von meiner Seite. Gut. Vielen Dank. Sehr aufschlussreich. Sehr viele Informationen. Wir haben wieder mal einiges gelernt. Am heutigen Maisabend kann man schon sagen. Gibt es jetzt noch Fragen? Also jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man noch abschließend ein paar Fragen behandelt. Die können dann an Josef Batzefall, an Karl Mayer oder auch an Sebastian Ramm oder Hendrik Schneider gestellt werden. Entweder ist es jetzt schon alles gesagt worden, oder es ist vielleicht einfach schon zu spät. Im Chat gibt es eine Frage. Die könnte man noch schnell behandeln. Ja, würden Sie, um bessere Belichtung zu erreichen, auch eine geringere Saatstärke empfehlen? Die Saatstärke, das ist auch eine Sortenfrage. Die Saatstärke hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen, wann ist die Aussaat? Und welcher Sortentyp ist es? Ist es ein Spätblüher innerhalb einer Reifegruppe von Haus aus oder ein Frühblüher? Jetzt gehe ich wieder, um ein Beispiel zu nennen. Gibt ja immer bei den Sorten schöne Beispiele. Ein DK 3939. Im Vergleich zu einem ähnlich reifen oder eingestuften P8834, wir haben hier ungefähr einen Unterschied in der
in der Blüte von heuer 10 Tagen, im Normalfall 5 bis 6 Tagen, wo der 39 früher ist, und damit ist er natürlich, er ist blattärmer, aufgrund dessen, dass er auch früher blüht. Das heißt also, er ist grundsätzlich günstiger zu beurteilen in der Bestandesbelichtung, sowohl im Kolbenbereich als auch in dem Bereich der bodennahen Blätter. Und weil ein 39-39 das kann, weil er im bodennahen Bereich bessere Belichtung aufweist, ist er in der Regel in seiner Reifegruppe auch der mit einer relativ langen Wurzellebensdauer und mit einer guten Wurzelgesundheit. Da kommt es her. Wurzelgesundheit hat immer zu tun mit der Belichtung der unteren Blätter. Wenn die Wurzel verhungert, weil sie keine Assimilate bekommt von den Blättern, dann brechen die Dämme, also die Rhizosphäre, die Haut, die auf der Wurzel drauf sitzt. Es ist die Barriere, die jeden Pilz daran hindert, in die Maispflanze einzudringen. Ob das Rhizoctonia ist, ob das Verticillium ist, ob das Anthracnose ist, also die gefährlichsten Krankheiten kommen nur über diese Barriere hinein. Und wenn jetzt die unteren Blätter besser belichtet werden, sei es, weil die oder der Feldaufgang früher ist oder weil der Sortentyp eine bessere Belichtung zulässt oder weil die Bestandesdichte vielleicht um eine Pflanze niedriger ist, dann hat der Pilz also oft keine Chance, in die Pflanze hineinzugehen. Das ist ein ganz entscheidender Zusammenhang, den man kennen sollte. Also ist die Sorte, der Saattermin, sind Faktoren, die man bei der Bestandesdichte-Festsetzung berücksichtigen sollte oder muss. Vielleicht kann ich da noch ergänzend dazu sagen, ich spreche natürlich jetzt nur aus steirischer Sicht. Wir machen da jetzt schon ja sehr lange Versuche mit Saatstärkenversuchen bei verschiedenen Maissorten, bei verschiedenen Reifezahlen. Aber es gibt ein Limit, das ich also bei guter Wasserversorgung niemals unterschreiten würde. Also wenn wir feststellen, dass wir zum Beispiel unter 50.000 Pflanzen abfallen, dann ist eine Neuaussaat sinnvoll. Wenn wir unter 60.000 Pflanzen sind, haben wir Ertragswirkungen. Und wenn wir unter über 60.000 Pflanzen sind, dann haben wir im Spätreifensegment kaum irgendwelche Beeinflussungen auf den Ertrag, weil die Kompensationsfähigkeit dieser Reifezahlen irrsinnig hoch ist. Nichtsdestotrotz kann ich nicht jetzt von vornherein hergehen und sagen, ich gehe jetzt auf 60.000 Pflanzen, um mir Kosten zu sparen, sei es Saatgutkosten. Das Problem ist nämlich, und das haben wir heuer gesehen, wir haben Riesenprobleme mit dem Feldaufgang. Wenn die Mulchsaat auch noch da ins Spiel kommt oder das Strommanagement nicht in Ordnung ist, ich muss auf das Rücksicht nehmen, weil ich Erosionsschutz betreiben will, dann kann ich nicht das Ganze aufs Letzte ausreizen und unter 70.000 Pflanzen gehen. Für mich sind die 70.000 Körner eine Reitschwelle, unter die ich in unseren Klimaraum nie und nimmer gehen will. Wir weisen, und jetzt wird es detailreich, wir weisen aber auch eines nach, dass wenn wir 85.000 Pflanzen, wenn wir wirklich hohe Pflanzenzahlen, wirklich präzise legen können, und daran muss ich wirklich auch sagen, daran scheitert es auch oft. Da wird sehr geschlampt. Also wenn wir jetzt präzise 85.000 Pflanzen, wir haben das mit einer Handlegemethode gemacht, dann haben wir mehr Ertrag. Nur gelingt das kaum. Ja? Die Leute, ich kenne noch kein Gerät, das derart präzise, wie also, dass ich jetzt sagen kann, ich habe 16 cm Abstände permanent. Wir haben Variationskoeffizienten, also Schwankungsbreiten in der Ablage bei den Gerätschaften, und das ist für mich ein limitierender Faktor. Das heißt, ich will hohe Saatstärken, weil ich damit wirklich höhere Erträge haben kann. Denn ich kann am Beginn der Saat ja nicht sagen, wir haben heuer hohe Niederschläge, wir haben heuer hohe Temperaturen, das weiß keiner. Das heißt, ich kann nicht hergehen und sagen, ich gebe jetzt, da sehe ich jetzt weniger Körner aus, sondern ich sage, unter 75.000 Körnern macht man sicher, gehe ich sicher nicht runter. Ich niemals in der Beratung. Ja? Und ich sage den Landwirten aber auch, Freunde, wenn Sie 85.000 Pflanzen präzise sehen könntet, wäre es ein Vorteil. Ertragen. Dankeschön. Aber die
Es gibt ja die Möglichkeit einer teilflächenspezifischen Aussaat, oder? Die arbeitet ja genau mit der Methode, dass man nicht immer genau den exakt gleichen Abstand hat beim Aussehen, sondern dass man sich vorher den Standort anschaut, die hauptsächlich die Wasserversorgung bewertet und danach dann aussieht. Das Prinzip funktioniert ja dann auch nicht nach einer hundertprozentigen, immer gleichbleibenden Aussaat. Das variiert da auch. Die teilflächenspezifische Aussaat, da haben einige Kollegen und ein Kollege ist auch da in der Runde, der da also dabei war bei der letzten Bonitur. Das Problem bei der teilflächenspezifischen Aussaat ist das gleiche, wie ich vorher gesagt habe. Ich kann nur Rücksicht nehmen auf die Bodenunterschiedlichkeiten. Das heißt, ich kann also jetzt hergehen, das ist ein Boden, der weniger Wasserhaltefähigkeit hat, da lege ich weniger Körner aus. Und auf einem anderen Abschnitt des Schlages, wo ich eine bessere Wasserhaltefähigkeit habe, lege ich mehr Körner aus. Das ist die Ideologie dieser teilflächenspezifischen Landwirtschaft. Das werden wir heuer auswerten, aber ich melde momentan eine vorsichtige Skepsis an. Die Versuche, die wir bis jetzt gemacht haben, mit den Saatstärken auch auf leichten Böden von 50.000, 60, 70, 80, 90.000 Gramm, da wird jede Sorte in diesem Saatstärkenbereich getestet, zeigt, wenn die Niederschläge gut sind, dann war es ein Fehler, auch auf leichten Böden mit zu niedrigen Saatstärken reingegangen zu sein. Das weiß ich nicht. Und ich habe also jetzt, ich kann durchaus sein, dass ich jetzt in einem Jahr was anderes sagen werde, aber bis jetzt, meine Erfahrungen bis jetzt zeigen, dass die Pflanze ein besserer Regulator und besser mit den Witterungsbedingungen umgehen kann als momentan unsere teilflächenspezifischen Systeme. Das heißt, ich würde es auf einen derartigen Standort, wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin jetzt auf einem Schotterstandort, ich habe jetzt ja, dann würde ich es jetzt nicht übertreiben, würde ich sagen, okay, es reichen 80.000 oder 75.000 Pflanzen. Ich würde niemals auf 90.000 Pflanzen gehen. Aber ich würde es auch nicht nach unten übertreiben, wie das die teilflächenspezifische Aussaat derzeit macht. Wir gehen ja auf 60.000 oder 55.000 Pflanzen runter. Das würde ich nicht machen, auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Schauen wir mal, wie ich, weil es kommt jetzt, wie Parsifal richtigerweise sagt, da kommt es jetzt nämlich auf den Sortentyp natürlich an. Dann wird das natürlich auch interessant, ja. Weil wenn ich jetzt, und das haben wir auch gespielt, wir haben dann Sorten bis Reifezoll 600 da reingegeben, nur die 600er Reifezollen, wo wir uns gedacht haben, wir gehen Richtung Spanien, wir gehen runter auf 50.000 Pflanzen, 600er Reifezoll, und funktioniert das im Raum Südosten der Steiermark, da haben wir hohe Temperatursummen, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Das hat momentan nicht funktioniert. Das heißt, ich kann nicht hergehen, runter mit der Saatstärke, rauf mit der Reifezahl, weil ich hohe Temperatursumme habe. Das funktioniert derzeit nicht, bei uns jedenfalls nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube momentan an den Regulationsregeln der Pflanze mehr als wir das, was wir haben. Aber das werden wir noch sehen. Aber derzeit schaut es so aus. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt schön langsam mit der ganzen Veranstaltung abschließen. Dazu haben wir doch echt eine halbe Stunde überzogen. Die meisten sind zwar noch dabei, aber wie viel sie dann noch wirklich aufnehmen können, ist dann auch noch fraglich. Vielen Dank an alle, speziell an die Teilnehmer. Vielen Dank an die Vortragenden, an den Dr. Meyer, an den Josef Parzival, Sebastian Ramm und Hendrik Schneider. Vielen Dank für eure Vorträge. Sie waren alle sehr interessant und man hat wieder einiges lernen dürfen. Jetzt noch schnell was in eigener Sache. Moment. Ja, der Kollege hat einen Link geteilt, der ist im Chat zu sehen. Dort würde ich euch bitten, auf diesen zu klicken und die Veranstaltung zu evaluieren. Zusätzlich bekommt ihr auch noch ein,
ein E-Mail mit dem Evaluierungslink, wenn es jetzt keine Lust und Zeit mehr habt, diese durchzuführen. Also das ist, würde uns echt wirklich sehr weiterhelfen, wenn die Veranstaltung evaluiert wird. Wir würden dann alle davon profitieren. Dann noch ganz schnell unsere nächsten Veranstaltungen. Wir haben nächste Woche am Dienstag haben wir in der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn ein Pflanzenschutzseminar, speziell für den Ackerbau. Der Ulrich Lossi wird dort das Seminar leiten, mehr oder weniger. Es ist ein sehr renommierter Pflanzenschutzexperte, den wir dort eingeladen haben. Und am 30.09. und 1.10. Haben wir am Hödelgut, das ist in Oberösterreich, eine sehr spezielle Veranstaltung, eine zweitägige, muss man dazu sagen. Dort wird es um tierbetriebene Maschinen gehen. Sehr interessant, speziell pferdegezogene Wegen mit teilweise Zapfwellen betriebenen Maschinen oder auch zum Beispiel jetzt den Weinbaupflug oder ein Mähbalken kann damit betrieben werden. Also für alle tierbetriebene Maschinen Interessierte können wir das empfehlen und für die Ackerbauer natürlich unser Pflanzenschutzseminar. Damit möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei allen bedanken. Ah genau, noch einmal, dass das noch einmal erwähnt wird. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet. Jeder Teilnehmer bekommt diese zugeschickt. Und ihr könnt dann diese natürlich nachschauen. Jetzt wünsche ich noch einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Geduld. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wir wünschen uns schönen Abend. Wiedersehen. Ja, tschüss, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.